Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und dann ist alles super selbsterklärend. Okay? Wo mache ich jetzt offiziell Beschwerde? Ich scamme mich hier durchgehend selbst. Ach, ich bin so dumm. Na, aber was ist das denn? Oh mein Gott. Ja, geil. Das erste Mal zu fünft. Sehr geil, dass ihr alle Zeit habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit. Ich glaube, 2 Stunden wird knackig. Vielleicht brauchen wir ein bisschen länger. Wir spielen ein relativ normales Jeopardy-Board. Ich erkläre euch vorher immer, was ich fragen werde, was so die Antwort ist, wann ihr buzzern könnt, was ihr tippen müsst und so. Ihr wählt quasi reihum, so einen kleinen Randomizer, reihum einfach irgendeine Kategorie. Ihr könnt dann normalerweise alle buzzern. Bei manchen Fragen gibt es so eine kleine Ausnahme. Und wer richtig beantwortet, der kriegt dann die angegebenen Punkte, die auf dem Feld draufstehen. Wir haben 5 Kategorien, aber wir haben auch noch ein zweites Board tatsächlich. Ein ganzes zweites. 10, ja, es gibt ein ganzes zweites diesmal, deswegen wird das ein bisschen länger dauern. Ihr habt neben der Funktionalität, also ihr seht ja euren Buzzer in der Mitte, ne? Wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr gerne mal machen. Ich glaube, das funktioniert gerade noch nicht, weil wir keine Frage offen haben. Der müsste noch rot sein, aber dann gibt's halt einen Sound, jemand beantwortet. Sounds funktionieren hoffentlich bei euch allen. Ja, sehr laut. Ihr habt alle 2 Joker, die könnt ihr im Gegensatz zum letzten Mal zu jeder Zeit benutzen, weil es diesmal auch keine Minuspunkte gibt. Das ist für dich wahrscheinlich wichtig, Mango. Also wenn ihr falsch beantwortet, ihr kriegt keine Minuspunkte dafür. Okay. Richtig, ja. Ihr habt aber weniger Zeit zum Beantworten diesmal. Okay. Der eine Joker, der obere, ist der rostige Nagel. Wenn ihr den aktiviert, so, dann gibt es bei der nächsten Frage pro falsche Antwort die Minuspunkte, die draufstehen. Und der andere, die Icons sind noch ein bisschen falsch, oder andere ist eigentlich der goldene Buzzer, so, da gibt's bei der nächsten Frage, die gewählt wird, doppelte Punkte. Ist relativ wichtig. Könnt ihr irgendwann reinhauen, müsst ihr mir einfach vorher Bescheid geben. Ist alles noch nicht in der Funktionalität drin, wir arbeiten da gerade so ein bisschen dran. Ich kann das manuell alles einstellen, das passt. Gibt das aber noch ein paar Twists, die kriegt aber erst mit, wenn ihr so ein bisschen reingeht. Bevor eine Frage gewählt wird, kannst du sagen, ey, ich will jetzt einen rostigen Nagel haben. Und dann wählst du für dich eine Frage, kannst du aber auch machen, wer eine andere eine Kategorie wählt. Und dann gibt es Minuspunkte beim nächsten Mal. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und dann ist alles super selbsterklärend. Okay, okay. Der erste wird über Randomizer ausgewählt. Habe ich den noch? Ja, habe ich. Zack. Das ist Bröki. Bröki, okay. du darfst den ersten Schritt machen quasi. Ja, rostiger Nagel und dann E-Sport 300. rostiger Nagel, E-Sport 300, ja? Alter. Gegen okay, jeden also Sinn. Die E-Sport-Frage gibt Minuspunkte. Ich wollte gerade sagen, jetzt kannst du ins Minus gehen, unter Null. Ihr könnt alle ins Minus gehen, klar. Okay, geil. Frage in dem Fall bei E-Sport 300 ist, wie oft ging G2's Caps bei einem LEC-Finale als Verlierer nach Hause? Das ist 300? Das ist 300, ja. Ja, rostiger Nagel, Brücki, komm. Du musst nicht buzzern tatsächlich, das ist wirklich eine Textfeldfrage. Also jeder schreibt diesmal, alle müssen antworten auf diese Frage. Ach so. Hast du direkt so eine Ding erwischt, Brücki, als wenn du das gewusst hättest, Alter. Wie lockt man ein? Enter oder? Wenn bei euch allen was buzzern. Steht so, buzzern müsst ihr auch nicht, ne. Das müssen wir noch, da müssen wir den, bei Textfeldfragen müssen wir den Buzzer, glaube ich, ausmachen. Aber ich kann den, nicht so locken irgendwo. Aber willst du mir sagen, ich kann den jetzt ohne Konsequenzen spammen? Ja, ich kann dich aber auch nicht. Kicken tatsächlich in meinem Overlay. Das ist auch oh, jetzt sieht man meine Zahl oben. Ja, ja, okay, genau. Okay, ja. Man sieht deine Zahl oben? Ja. Aber nur bei dir, oder? Ja. Also ihr seht ja die anderen Inputs noch nicht, richtig? Nee. Auf zu buzzern jetzt. Okay. Wir testen. Wie oft ging G2's Caps beim LEC-Finale als Verlierer nach Hause? Die meisten von euch liegen tatsächlich richtig. Mango und Johnny aber nicht. G2's Caps ist einmal als Verlierer nach Hause gefahren. Ihr seht jetzt, glaube ich, auch die Inputs. Im letzten Finale, glaube ich, gegen Rogue. Das war das erste Mal, dass Caps ein Finale verloren hat. Johnny, hast du das nicht mal beruflich gemacht? Hast du das so gecastet, Johnny? Da warst du noch flüssig. Die beiden kriegen Minus. Und ihr habt natürlich alle recht. Wow. Wow. Boah, aber sind alle von den E-Sport-Fragen Textfragen? Das heißt, wenn man den rostigen Nagel verwendet, immer auf die, oder? Ja, eigentlich. Kannst du machen, wenn du Bock hast, ja. Klar. Ja, klingt sinnvoll. Außer du hast es halt dann selber falsch, ne? Es ist nicht alles super durchdacht, ne? Aber. Ja, war schon ein geiler Move von mir. Klar, also, schau doch mal, die Innen-Jungs. Ja, direkt mal Minuspunkte reingedrückt. Die Boys. Johnny, du wusstest das nicht, hier. Ja? Nicht schlecht. Bei dir, ich glaube, du weißt auf jeden Fall. Das ist aber auch, also da bin ich, ist ja nach meiner aktiven Zeit. Also, wenn das 300 ist, will ich nicht wissen, was danach kommt, ne? Ja. Ehrlich gesagt. Kani, wir gehen eine Reihe um. Achso. Das ist auch ein.
Also ich bin super schlecht in Splash Arts, habe ich jetzt bei Leutl immer rausgefunden. Deswegen nehme ich jetzt mal Splash Arts 400. Perfekt. Splash Arts 400. Okay, bei Splash Art seht ihr einen kleinen Ausschnitt aus dem Splash Art. Und ihr müsst mir sagen, welches Splash Art das ist, also welchen Champion. Auch welchen Champion das Splash Art gehört. Champion? Bitte? Champion oder Skin? Ja, Skin ist mir komplett egal. Die sind alle skinless. Das ist alles der okay, normale Base-Skin. Splash Art vom normalen Champion. Ach so, okay. Und das ist eine Buzzer-Frage. Sprich, die Punkte kriegt nur einer. Wenn er richtig beantwortet, die müsst buzzern diesmal. Ihr seht das Bild in 3, 2, 1. Aus welchem Spiel ist das? Das Galio. Ja, ist es. Ach, Mann. Das ist natürlich Galio, ja, klar. Das ist gut, das ist sehr stark. Stark, das war ja, Galio. Aber sick. Ja, das hast war du bei Lolde tatsächlich, glaube ich. Das oder war bei Spiel echt? War das. Und das in Lolde, dem Alter? Das habe ich bei Tolkien, glaube ich, einmal gesehen. Das ist auch so eine Trivia. Das ist Trivia-Geschichte, sehr funny. Ja. Ja, stark. Mango, du bist als nächstes dran. Dann hätte ich gerne Das klingt broken für 200. Das klingt broken für 200. Sehr selbstbewusst. Ich Mods, wenn irgendwas nicht stimmt oder so, schreibt mir gerne bei Discord, da habe ich ein Auge drauf. Ich mag es nicht, mitten in der Mitte anzufangen, das ist so unsymmetrisch. Chat habe ich nicht so im Auge. Es war nicht bei Leute, es war bei LEC Popquiz, was? Oh. Ja. Okay. Genau. Da habe ich nicht gewusst. Was hast du gesagt, 200? Yes. Okay. Das klingt broken. Das klingt broken, kriegt ihr jetzt in Schritten Beschreibung zu einem zu einer Ability von einem Champion. Es kann auch eine Ultimate sein. Und ihr müsst mir sagen, welche Ability von welchem Champion es ist. Also ich brauche zum Beispiel Fiddlesticks W oder so, wenn das zur Beschreibung passt. Habt ihr das verstanden? Ja. Ja. Okay, könnt ihr jederzeit buzzern, wenn ihr Bock habt. Aber je länger ihr wartet, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr erraten könnt, welcher Champion das ist. Kriegt jetzt den ersten Step. Schaden skaliert mit Rüstung und Magieresistenz. Nummer 2. Spell wird durch Kollision mit Terrain gestoppt. Und Nummer 3, Spielerterrain wird durch Kollision teilweise zerstört. Das Spawn. Ich brauche die genaue Ability. Ich brauche nicht nur. Achso, das ist Orn E. Es ist Orn E. Ist absolut korrekt. Stimmt. Ja, aber so funktioniert es im Endeffekt. Orn E war noch relativ. Spielerterrain? Ich glaube, der Rest wird ein bisschen schwerer. Den Begriff habe ich ja noch nie gehört. Ja, und das war übrigens eine goldene Frage. Gibt es auch nochmal einen Unterschied? Goldene Frage gibt nämlich einen Joker dazu. Der wird leider nicht angezeigt, weil wir das nicht mehr reingekriegt haben. Aber du hast jetzt einen Duellhandschuh. Das ist der Joker Nummer 3. Und den kannst du zu jeder Zeit des Spiels auf jemanden werfen. Und dann habt ihr einen Stechen quasi. Und bei dem Stechen der richtige Joker für Freddy. Passiert Folgendes. Du spielst quasi gegen, und das ist der 200er Joker, glaube ich. Du spielst du sagst, ich nehme Johnny und dann spielt ihr ein Game gegeneinander. Das geht nur eine Minute oder zwei und der Gewinner zieht dem Verlierer eine bestimmte Anzahl an Punkten ab. Ich glaube, das waren 400. Das war immer 400. Strong. Also, du kannst dir aussuchen, wen du haben willst, aber je länger man sich den Handschuh aufhebt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man jemanden picken kann. Das sind Punkte, die man haben will. Ne? Genau. Wer war dran? Mango. Drin, Freddy, du bist auch dran, ja. Du kannst auch. Ja, ich nehme mal rostiger Nagel für 400 E-Sport, bitte. Okay. Die 600 der rostige nicht Nagel ist aus. Rostiger Nagel für E-Sport 400. Okay. Das ist wieder eine Textfeldfrage. Für alle E-Sport-Fragen. Das Entfernen von CC im perfekten Moment wird oft Captain Jack Clans genannt. Im namensgebenden Clip entfernte Captain Jack welche Fähigkeit? Jo, was ist das denn? Ach du Scheiße. Das Play ist ungefähr so alt wie Brücke und Freddy zusammen. Nee, ihr müsst aber nicht, Mann, wir haben noch Zeit, oder?
Oh, ich dachte, das wäre wie einloggen jetzt. Okay, sorry. Nee, ihr müsst nicht buzzern. Ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit. Aber bist du dir sicher, dass man nicht buzzern muss zum Einloggen? Ja, ich bin mir sicher. Okay. Also sieht man meins jetzt schon oben drüber, oder? Nur du, glaube ich. Ja. Okay, okay. Ich sehe alles, was ihr schreibt. Ich sehe keine Ahnung. Aber ihr seht nur eure eigenen Angaben. Obwohl, warte. Ich würde euch beten, jetzt langsam eure finale Eingabe zu tätigen. Irgendwo ist eine Synapse angesprungen, als ich das gelesen habe. Wenn das richtig ist, dann wäre ich verwundert. Aber. Freddy, du hast noch keinen Spell drin, ne? Ach so, was? Du hast noch keinen Spell drin, ne? Glaube ich, oder? Ach so, den Spell. Ist langsam eingeben, genau. Ich hab eigentlich. Muss ich buzzern okay. Oder was? Nee, alles gut. Aber du warst ja bei dir schon nur ein Champion drin. Ich buzzer mal. Wenn es jetzt eins von den anderen ist, bin ich sehr traurig, muss ich sagen. Namens gegen den Clip, Brücki hat geschrieben Malsahult. Das ist leider falsch. Kann man Malsahult überhaupt cleansen, Brücki? Nee. aber damals schon, ne? Damals noch? Nee. Aber das Suppressions ging doch noch nie, oder? Egal. Okay, ja, Morgana Q von Johnny wäre eine Idee, ist es aber auch nicht. Ash Arrow ist auch falsch. Aber Mango und Freddy haben recht. Nämlich gesagt, Twisted Fate, W oder Yellow Card, Gold Card. Und das ist absolut richtig. Also es ist Twisted Fate. Ich hatte erst Sejun drin und dann Morg. Und dann dachte ich mir, was wird damals viel gespielt? Ne? Ja, gedacht, ja, genau. Alter Champion viel gespielt und irgendwie. Ja, und ihr kriegt leider alle Minuspunkte, weil der rostige Nagel reingedrückt wurde. Aber gut. Stark. Ja, machen wir rostiger Nagel, E-Sport 600, ne? Jetzt gehen wir hier. Joris! Also, muss auch reinkommen, ne? Rostiger Nagel, E-Sport 600. Okay. Scheiße. Ey. Bist du dir ganz sicher, dass das eine gute Idee war? Weil die ist echt knackig, also, ich meine, das ist ja der minus 1000 Speedrun. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Ich lese die Frage vor. Die ist auch golden, möchte ich nur erwähnen. Also. Die ist auch golden. Und ich bin davon ausgegangen, dass niemand diesen Joker jemals kriegen wird. Super. Jetzt die Frage ist nämlich, wie viele Platings hat Gamer Legion im Summer Split 2022 eingesammelt? Plus minus 5%. Was? Mit Playoffs oder ohne? Entschuldigung. Ja, das ist... Wer weiß, wie viele Spiele die gespielt haben. Ja, richtig. Gamer Legion hat keine Playoffs gespielt. Das ist in der kompletten Summer Season quasi, soweit ich weiß. Polgi, wie viele ist in Gamer Legion geworden? Wie viele Spiele sind Summer Split? Ja, 2022, da ist doch keiner. Also da, ich glaube, die waren 8. Kann ich dir beantworten. Die waren glaube ich 8 oder so viel kann ich euch sagen. Und Summer Split ist dann ein Split? Ja, ne? Ja, und da waren sie nicht gut. Ja, da steht auch Summer Split, also ich glaube, es geht wirklich nur. Plus minus 5%. Ihr habt eine kleine Marge quasi. Die Leute müssen jetzt kurz mal durchrechnen. Das ist absolut fair. Ja, plus minus 5%, also 5% von. Ja. Fuck it. Was dachtest du denn, was da jetzt für eine Frage kommt, Johnny? Wie viele Deutsche waren im Lineup von Fnatic bei Season 1 Weltmeisterschaft? Nee. Das hätte man wissen können. Das sind, glaube ich, 2 gewesen. Lamia war auch, ne? Deutscher. Und der Supporter auch. Ja. Wo hast du die Statistik eigentlich her? Hast du gezählt? Die Frage kommt von Kernus tatsächlich. Ah, okay. Der schläft auf seinem Statistikbuch. Okay. Ja, ich gebe euch noch 10 Sekunden. Ja, warte, ich muss kurz nach unten korrigieren, glaube ich. Klingt so viel. Okay. 3, 2, 1. Stopp.
Okay, Gamer Legion hat logischerweise 18 Spiele gespielt, waren, glaube ich, nicht in Playoffs, richtig? Ja, ich selber gar nicht. Spiel nicht geguckt. Das ist jetzt sehr lustig. Brücki, ich zeige euch erstmal, was ihr geschrieben habt, ja? Ja. Ihr seht eure Angaben. Okay, wow, wie geil. Mit 113 bist du natürlich ein bisschen drüber geschossen, dann wäre Gamer Legion wahrscheinlich das beste Team der Welt gewesen. Ich glaube, 15 Playdings pro Game. Also, bisschen, vier Platten bisschen, pro Game ja, gerechnet ungefähr. Genau, wir haben 5 gerechnet und waren mit 20 Games leider. Ich habe deine Eingaben auch gesehen, Freddy. Das war alles sehr interessant. Ich habe mich nicht getraut. Brückis also, mit 60, das kann ich jetzt schon sagen, ein gutes Stück zu niedrig. Auch Kani liegt mit 69 zu niedrig. Sprich, Johnny, Kani und Brücki sind raus. Mango ist viel zu hoch tatsächlich. Als ob Fred jetzt schon wieder recht hat. Ja, ich hatte jetzt Anfang kommt das Lustige. 5%, plus minus 5%. Ich habe Freddy gesehen. Freddy ist von 85 auf 80 runter. Und dann von 80 auf 76. Und dann von 76 auf 74. Oh no. Die richtige Anzahl ist 79. Und damit liegt die Marge bei 75 bis 82. Und du hast dich dreimal rauskorrigiert tatsächlich. Oh dreimal. Ihr habt alle minus 600 gekriegt. Uff. Aua. Also ja. Bin ich jetzt. Also, genau. Ich freue mich, dass er draußen ist. Im Endeffekt plus minus 0. Also, die Frage konnte niemand beantworten. Wir waren alle relativ nah dran hier, ne? Ja, tatsächlich. Ja, ja. Oh. Ich finde, für die Resultate, die ich bis jetzt gezeigt habe, war das relativ überragend. Gut dran. Da ich mir bei den Handschuhen Mühe gegeben habe, würde ich den auf den 500er schieben, wenn ihr alle in Ordnung seid, weil die alle eine bestimmte Kategorie haben. Sprich, die 600er, der 600er Handschuh hier, der fällt einfach auf 500 E-Sports. Nur damit Bescheid wisst. Ja, aber ich würde den schon auf einer 600er Kategorie sehen, in einer anderen Kategorie halt, oder? Nee. Wie funktioniert das? Weil das ist jeder Handschuh hat quasi eigenes System dahinter, aber das seht ihr schon. Würde Kane gerne einen Bonuspunkt dafür geben, dass er 69 aufgeschrieben hat. Ist das möglich? Mozi, müsstet euch auch bitte merken, in welcher Kategorie wer den Joker gekriegt hat. Ich dachte mir irgendwo, da sind wir und 69 war die Kategorie. Ah, das sehe ich sowieso. Das sehe ich sowieso. Alles gut. Never mind. Vielleicht hat sich gemutet, ne? Ja, ich musste kurz überlegen, aber. Was war nochmal mein Handschuh? Sorry, ich hab's. Du hast den 200er Handschuh. Also, ja. Du hast den im Kling Broken. Du könntest dann jemanden rausfordern für 400 Punkte, also das ist genau die Hälfte im Endeffekt. Oder die Mitte. Und ihr kriegt dann ein Game abhängig von der Kategorie. Und müsst mir. Ja, siehst du das später, wenn du das Ding zündest. Aber ich darf das nur benutzen, wenn ich dran bin. Dann, ne? Du kannst das jederzeit zwischen den Fragen benutzen, wenn du Bock hast. Ja. Genau, aber Brücki ist erstmal dran. Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen langsamer, oder? Und dann machen wir mal. Ja, ihr tretet gerade bis aufs Gas, ja. Machen wir mal Rito, please, will ich mal sehen. Oh, ja. 200. Rito, please. Ganz locker. 200? Ganz locker. Also auch wieder Textinput. Okay. Ja. Ist ein Textinput, ja. Ist Textinput und die Frage lautet: Welcher Champion wurde aufgrund eines Lore-Events für kurze Zeit aus dem Spiel entfernt? Nee, du musst nicht buzzern. Entschuldigung. Das kriegen wir heute hin. Das kriegen wir heute noch hin. Okay, das muss doch stimmen, oder? Warte. Ihr müsst nachdenken? Ich meine, es ist so obvious, lol, hä? Ja, dann kann es halt nicht so lange her sein, ne? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wirklich dich? Ach, ihr wart ja einfach da. Ah, lol, damals habe ich auch keine Ranks gespammt. Da, hast du noch da gab's Leben. Nämlich, obwohl ich sag jetzt nichts, ich sag jetzt nichts. Wait, dann ist es ja alt. Wait, dann muss ich nochmal gucken. Nein, es ist. Ich glaube, ich war letzte Woche im Urlaub, deswegen habe ich es nicht mitbekommen. Nein, das lassen wir nochmal überlegen hier. Das hat nämlich massiven Einfluss auf Normal Games. Ja, ich würde sagen, der Timer muss hier langsam auch mal eingesetzt werden. Ja, dann habe ich es einfach also, falsch. Ich habe die Frage entworfen im Endeffekt, sprich, ich bin auf jeden Fall drauf gekommen, dann wisst ihr eh Bescheid. So, also, wenn ich das weiß, dann kann man es, glaube ich, wissen in den meisten Fällen. Ja. Ihr habt alle einen Input gegeben, deswegen schließe ich die Frage jetzt. Zeige euch mal an, was ihr geschrieben habt. Oh shit. Freddy und Brücki haben Viego. Den gibt's ja noch gar nicht so lange tatsächlich. Kann ich ja schon mal sagen, ist falsch. Viego wurde nie irgendwie aus dem Spiel entfernt. Den ist ja relativ neu, der Champion. Dann haben wir zweimal Gangplank und einmal Cho'Gath. In dem Lore-Event hat die gute alte Miss Fortune unseren Freund Gangplank einfach umgebracht, sodass der gar nicht mehr im Spiel verfügbar war. Du gab's doch Gameplay genau zur Stimme und alles, oder? Genau, im Howling Abyss, die wurde geändert zu dieser Bilgewater-Map.
Und da gab es dann den Gangplank-Announcer, aber der war ein Geist, glaube ich. Und Gangplank war tot. Und alle E-Sportler haben sich drüber aufgeregt, weil man den zu der Zeit, glaube ich, auch gar nicht mehr in der Solo-Queue spielen konnte. Oder täusche ich mich da? Ja, das ging das competitive, weiß ich es nicht. Aber Normal Games ging nicht mehr. Und das war dann ja, das Final Origin gegen Fnatic, wo Gangplank überbustet war mit der Ult, die gesohnt hat, genau. Weil er das erste Mal Barrels bekommen hat. Und das waren dann die Worlds, wo Gangplank und Mordekaiser fast 100% Pickban hatten. War richtiges Shitfest. Und ich habe Minuspunkte, aber hier nur positive Emotionen. Plus 200. Ich habe mich so gefreut, dass ich mich an dieses Cho'Gath Eats the World Event am 1. April noch erinnert habe. Und ich war mir so sicher, dass es stimmt. Ja, aber der wurde nicht entfernt, der hat einfach Sachen aufgegessen. Ja. Den gab's ja trotzdem noch. Aber war Diego nicht auch, oder kam der raus bei dem Ruination Event dann? Dass ich dachte, der kam raus. Also der war danach auch so oft nicht mehr im Spiel, aber ich glaube, das hatte keine Lore-Gründe. Er war spielbar. Gangplank war eine Zeit lang tatsächlich nicht spielbar, was sehr merkwürdig war. Ja, wir haben Kanon. Eine technische Frage, weil ich gerade aus. Also, ich hab immer weggeguckt, ich habe nicht geguckt, was die anderen geschrieben haben, aber ich gucke die ganze Zeit deinen Stream. Wo zeigst du uns denn das vier, was wir geschrieben haben? Würde ich mal fragen wollen. Du zeigst ja uns den anderen. Achso, du solltest nicht meinen Stream gucken, tatsächlich. Siehst du die ganze Zeit mit Twitch-Chat? Nein, ich kann auf dem zweiten Bildschirm dein OBS anmachen und dann genau. Diese Szene und da steht's dann noch. Die kannst du auch im Browser quasi aufmachen, über dein OBS gucken. So, weil du siehst dann nur dein eigenes Textfeld. Also ihr dürft nicht die Textfelder der anderen sehen quasi. Ja, ja. Und bei mir im Stream sieht man die, soweit ich weiß. Gute Arbeit, Brügel. Ja, aber hat dir keinen Vorteil gebracht, deswegen ist ja alles in Ordnung. Das ist ja easy. Kani. Ja, wir haben alle Angst davor. Man muss gegen seine Ängste, ne? Lore 300. Lore 300, ja. Lore, bin ich sehr gespannt. Ob er überhaupt dafür. Aber dann mit 300 anfangen. Du radiest Chaotic Energy. Ja. Das ist Textinput, da krieg ich immer schon Angst. Ja, es ist leider Textinput, meine Freunde. Oh Gott. Aber es gibt ja keine Minuspunkte. Ne? Es ist eine Sache von Lore. Ich hoffe, das kommt einfach. Ja. Bin ich gespannt. Frage Sie mich, wer hat Blitzcrank gebaut? Hör auf zu buzzern. Was für ein Wissen. Ich lasse ihn jetzt einfach. Ich mache hier goldenen Buzzer drauf. Ja. Geht das jetzt? Ich vertraue meinem Bauchgefühl. Ja, ich darf das jederzeit machen. Ja, während die Kategorie ausgewählt wird, habe ich vorhin gesagt, aber nicht während die Frage schon gestellt wurde. Ach so. Da tut mir leid. Vorm Wählen der Kategorie darfst du es jederzeit. Also du musst nicht derjenige sein, der die Kategorie auswählt. Du kannst auch während den anderen Turns machen, aber nicht während der Frage. Mhm. Wo kommt denn Blitzcrank her? Weiß das einer? Ja. So aus welcher Region? Darkin. Das soll ich dir jetzt nicht sagen. Ne? Darkin, sagst du? Ja. Der kommt aus Freljord. Ihr habt eure Inputs getätigt. Ja, guess. Einer von euch hat Daniel Lüsentrip geschrieben. Wer war das falsch. Denn? Das ist leider falsch. Ja, Heimerdinger. Wäre die offensichtliche Antwort, ist aber leider absolut falsch. Das was? Ist, Victor. Warum soll ich das erzählen? Ich kann streben. Genau. Also, Sorry. Victor ist tatsächlich eigentlich so ein Typ, so, ne, wir sind ja in Pilthofer Arcane-Style. Und er ist quasi einer, der bei Heimerdinger ja auch so ein bisschen in die Leere gegangen ist. Zumindest ist das ja diese Arcane-Storyline. Und er entwickelt quasi Blitzcrank, damit er nach unten gehen kann und den Leuten in Zorn quasi helfen kann. Das ist so die Grundidee von Blitzcrank. Und da baut Victor mit rein. Und es gibt ganz viel Fantasy rund um Arcane quasi, dass eine Gehilfin, die sich ja so in Staub auflöst, dass er die am Ende vielleicht in Blitzcrank reinbaut, weil da so ein bisschen lore-mäßig was übereinander schneidet. Aber keine Ahnung, ob das so kommt. Mhm. Und Heimerdinger und Blitzcrank kamen ja am Anfang raus und Victor am später erst? Da war Blitzcrank einfach nicht existent, oder? Ah, oh, du denkst jetzt, die Lore von früher rettet dich. Redcon. Als wir noch Dinge beschworen haben, damit die in der Arena die politischen Kämpfe klären. Days, Bruder. Ja. Nee, es ist tatsächlich Victor, ja. Okay, ist tatsächlich Victor und Mango darf die nächste Kategorie. Enttäuschend als Victor-Main so, ne? Ich hätte gern Rito, please, für 300 mit dem rostigen Nagel. Oh mein Gott, ja, okay. Gibt noch ein zweites Board, ne? Aber ich meine, ja. Redo, please, für 300. Das erste Board muss brennen. Da bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, das wisst ihr alle. Scheiße. Frage ist, was entfernte Riot nach großem Aufschrei in der Community im Frühjahr 2022 aus dem Spiel? Was?
Vielleicht geht das? Das kann ich dir jetzt noch nicht beantworten. Wie gesagt, es kommt immer so auf den Geist der Frage an. Wenn ich denke, das ist richtig beantwortet worden, dann passt das. Commander. Ja, ich bin noch dabei, weißt du? Ja. Was haben sie denn entfernt? Oh. Das ist das Gemeine. Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch, ne? Hier. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, Johnny, nur damit du Bescheid weißt, ich will schon den Namen, also wirklich, ich will schon wissen, was genau das war. Nicht beschrieben, sondern ich will wissen, wie das Ding hieß. Scheiße. Brauche ich noch eine Sekunde. Brücki, es sind nicht Mana-Pots. Die wurden aber auch entfernt irgendwann mal. Früher, 2022, das ist fast das Gleiche. Deathfire Grasp ist auch. Ich war jetzt auch Anfang dieses Jahres, bin ich mit Weigern Mana Pots auf die Mitte und habe mich einfach vor dem ersten Back auf 500 Sticks hochgeballert. Ich bin streng, ne? Also ich als wäre es gestern gewesen. Ich bin bei sowas streng. Ein kleiner Tippfehler ist nicht schlimm, aber wenn das Ding einfach nicht so heißt, dann ist es ein Problem. Machst du mir Angst, actually. Nee, ist nicht so, ja, mir ich auch. Ich denke gerade auch nach so, hä? Und ich schließe in 10 Sekunden. Warte. Oh mein Gott. Ich habe mich da sehr persönlich. Mango, ist Flesk ein böser Game Master oder ist er ein guter Game Master? Er war letztes Mal ein guter Game Master. Ich glaube, deswegen ist er jetzt ein böser Game Master. Ich bin ja streng, wenn. Aber gut, wir sind durch. Wir sind durch. Ich löse auf, ja. Ganze Ding. Sieht so aus. Ach Mann. Das ist der Chemtech Drake. Und da haben wir leider ein Problem, weil Drache Gift wiederbeleben ist. Brück, zeig mal. Ja, Chemtank war falsch. Das hab ich auch kurz mal gesehen. Stinkedrache ist auch nicht richtig. Drache Gift wiederbeleben ist leider auch nicht richtig. Aber Chemtech Drake oder die Chemtech Map ist natürlich absolut richtig. Und deswegen, es tut mir leid, Brücki. Alles gut. Aber der Rest hat es natürlich richtig beantwortet. Sehr gut. Der war dran. Freddy, ne? Jetzt, ja. Freddy Son. Ja. Ich nehme mal Splash Arts 600. Splash Arts 600. Die dicken Dinger, ne? Ja. Das ist wieder Splash Arts 600. Das ist wieder nur eine Buzzerfrage. Und ihr seht in 3 Sekunden einen Ausschnitt aus einem Splash Art. Es ist nur der Classic Skin. Ihr seht keine, weiß ich nicht, Sleepover irgendwas Skins oder so. Zack. Da auch kurz dazu erwähnen: Wenn ihr einmal gebuzzert habt, ist euer Buzzer locked. Wenn du jetzt, also ich erkläre das, das habe ich vorher nicht erklärt, deswegen erkläre ich es jetzt. Wenn du jetzt falsch antwortest, du kannst nicht sofort nochmal buzzern. Das geht nicht. Okay. Ja. Aber kann ich? Ja, klar. Silas. Ja. Oder? Nee. Das ist absolut richtig. Silas. Was? Ja. Mega stark. Schlauben, Leute. Ich dachte, das ist tatsächlich sehr schwer, weil. Ja, man sieht's Gefängnis, ne? Man sieht's Gefängnis, ja, so ein das bisschen. Das ist doch nicht Lux im Hintergrund, oder? Das müsste das nicht Lux sein. Keine Ahnung. Der Lore nach schon. Ich habe einfach nur im Photoshop das Ding größer gezogen, Freddy. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ja, ey, sehr stark. Also, du bist der Lore-Meister. Dächte hier, nicht. Entschuldigung. Nee, ich habe einfach nur Sachen rausgesucht, aber von Lore habe ich auch relativ wenig Ahnung. Nice, ja, BM, fast Freddy. Im Plus. Ja, ihr habt halt rostige Nägel rausgehauen wie sonst noch was. Aber sehr stark. Sehr stark, und Johnny ist als nächstes dran. Ich nehme hier so einen goldenen Buzzer und Lore 500. Du nimmst einen goldenen Buzzer und Lore 500. Okay. Das heißt, die Frage gibt doppelte Punkte, raus. Right? Ja. Genau. Lore 500. 1000 Öcken. 1000 Öcken, ja, das knallt rein. Dann könnte ich ins Fluss kommen. Same. Goldenen Buzzer und Lore 500. Kein Textfeld, macht mich immer schon so glücklich, ne? Autofeld. Nee, ihr könnt nicht buzzern, ihr könnt nicht buzzern. Was macht der denn da jetzt? Den kenn ich doch. Ihr hört bitte einfach zu. Yo, moin Leute, grüßt euch. Ich habe auch noch eine Frage für euch, und zwar geht es in die LOL-Lore-Richtung. Diese lautet: Welchen Namen trägt Sonas Instrument? Ja, fuck off.
Sama! Das ist eine Harfe. Würde mich wundern, wenn einer von euch draufkommt, bin ich ehrlich. Also man kann einfach buzzern, oder? Man kann nichts zu verlieren. Was mache ich denn jetzt mit den... Das ist eine Textfeldfrage, oder nicht? Nee, das ist nicht. Ach, ihr habt kein Textfeld? Okay, dann liegt das wahrscheinlich am Videoplayer. Eigentlich sollte hier natürlich auch ein Textfeld stehen. Aber so. Wenn ihr es wisst, dann ändern wir das einfach zu Buzzer und fertig. Aber anscheinend weiß es niemand von euch, oder? Aber was ist denn mit meinem goldenen Buzzer, wenn keiner buzzert? Ja, kriegst du auch keine Doppelpunkte. Dann ist er weg. Hm. Ja. Mhm. Okay. Sibylle. Okay. Probier einfach mal was, weißt du? Sibylle. Sibylle. Jetzt stimmt. Das klingt doch irgendwie nach so was, das sein könnte. Es ist leider nicht stimmt. Sibylle. Ich hätte auch Mayonnaise probieren können. Es ist leider nicht Sibylle. Crescendo. Crescendo finde ich gut, ist leider aber falsch. Ja. Das ist ihre Kuhfertigkeit, ne? Okay. Mhm. Wie old. Aber egal. Ja. Ihr habt einen Timer. Okay. Harmonia. Not bad. Harmonia ist auch falsch. Was heißt dann not bad? Das war ja terrible. Wenn ihr das jetzt in ihrem Voice Line sagt und ich weiß es gleich, bin ich wütend. Sie kann doch nicht sprechen. Ich schließe die Frage, kommt nicht drauf. Sie kann nicht sprechen, ja, stimmt halt. Trommelwirbel. Die Antwort, beziehungsweise die Auflösung, ist wie folgt. Sona ist eine begnadete Virtuosin am Edwall, einem Seiteninstrument. Und damit... Aber Harmonia ist ein schlechter Try, ja, bei Edwall. Super, viel Spaß noch. Ich dachte, man kann vielleicht drauf kommen, weil das halt ganz oft so eine Lore-Trivia-Frage ist, wie so ein Instrument ist. Aber man muss halt einmal, muss es gehört haben. Also das waren jetzt aber nur damit ich das verstehe, Flest. Also das war jetzt die 500-Punkte-Frage. Das heißt, die 600-Punkte-Frage ist schwerer. Ja. Das ist eine klassische Frage. Die schwerer tatsächlich. Ich glaube, wenn man die beantwortet, kriegt man so einen Nobelpreis sofort. Oder so. League of Legends Nobelpreis. So ist es. Brückmann. Das klingt broken 500. Das klingt broken 500. Okay. Ihr wisst es von vorher noch so, ihr kriegt jetzt gleich den ersten Hint. Drei an der Zahl, ihr könnt jederzeit buzzern. Müsst mir die Ability und den Champion nennen. Erster Hint. Verursacht Ghosted-Effekt. Was für... Ah. Zweiter. Fähigkeit verursacht periodischen magischen AOE-Schaden um den Nutzer. Hast du dich jetzt schon getraut? Nasus R. Nasus R. ist absolut falsch. Darf Freddy jetzt noch buzzern? Oh, Entschuldigung. Ihr seid locked, wenn ihr jetzt gebuzzert habt, ja. Johnny. Ich nehme Ken-R. Ken-R ist falsch. Ich gebe euch den dritten Hint. Dürfen der die nächste Auto-Tag kann stunnen. Arzt? Ja. Udiaw. Udiaw ist falsch. Ihr habt jetzt einen Timer. Ja, natürlich kommt das zweite nicht hin. Darf ich nochmal? Ich hätte noch eine Idee. Du hast schon gebuzzert, es tut mir leid. Okay, ja. Ich meine, UDE? UDE ist auch falsch. Ich löse auf, okay? Darf ich probieren? Du kannst mir gerne vorher sagen, was du denkst, aber es ist kein Buzzer mehr. Der ist schon locked für dich. Alistair E. Alistair E. Oh mein Gott! Oh, das gibt Ghosted-Effekt. Alistair E. gibt Ghosted. Ah. Das sagt magischen AOE-Schaden. Krass, deckt auf 5 hoch und wenn man bei 5 Stacks ist, ist dann. Das ist jetzt peinlich für jeden, der Alistair spielt, ne? Lol. Das macht aber so, ist ja nur einer Supporter, ne? Das ist gut, dass ich dabei bei den meisten Champions rauskomme. Es gibt Ghosted. Kannst du ein Minis-Tor laufen. Ja, guter Versuch. Kani, du bist dran, glaube ich. Ich war so confident in meinen Nasus, verdammt. Rostiger Nagel, E-Sport 500.
Rostiger Nagel, sind alle raus. Rostiger Nagel, E-Sport 500. Komm, alle sollen bluten. Du musst immer noch 1000 vor allen anderen. Oh ja, es ist sogar wieder eine Textfrage, das ist sehr gut. Rostiger Nagel, E-Sports 500. Hier geht keiner positiv raus. Nicht auf deiner Wacht. Les guckt genauso verwirrt. Ja, ich muss kurz was klären. Habt ihr das gerade gesehen? Bei Brücki? Oh, er mutet ganz kurz was, ich muss ganz kurz was klären. Kann wer Lippen lesen? War das, was ja, genau, das Flo, du musst mir kurz sagen, was da falsch war. Les macht seinen Mund übel wenig auf beim Reden, what the fuck? So. Ja, der ist sehr effizient in seinem Leben. Ja, ist das effizient oder undeutlich? Ich bin Nuschler. Ich bin Nuschler, weißt du? Flo, über Brökis Textfeld stand die Antwort. Hat er jetzt nur gemutet, um das zu sagen? Okay, krass. Was kannst du das mal kurz rauslöschen? Geht das? Kannst du das irgendwie rausnehmen aus Brückis Textfeld? Nee, weil das ist die Antwort. Frage ausgewählt, ist dann nochmal zurückgegangen. Das heißt, ich denke, es ist ein technisches Problem, was er gerade mit seinem Filter. Genau, das ist korrekt. Kann ich dafür Punkte? Wir stecken hier mehr Energie, um rein zu interpretieren, was letzte Emotionen sind, als da rein uns Mühe zu geben, wieso das Instrument heißt. Das ja, nee, also ich weiß es jetzt schon nicht einmal gewusst hätte. Sondern welche Art es ist, oder? Also etwa ist doch ein Überbegriff. Also sowas wie Geige. Kannst du eine andere? Ich weiß nicht, ich spiele keine fiktive Instrumente. Ich kann nur mal die aufmachen. Das ist so noch ein Instrument. Oh, wieso habe ich schon wieder zwei? Da stehen nämlich noch die Inputs noch drin, aber der von, genau. Aber es ist wieder E-Sport 300 steht oben rechts, ne? Da ist wahrscheinlich vielleicht auch unzufrieden. Ich würde euch einfach ganz kurz mal bitten, eure Augen zu schließen, wenn es geht. Oder euch kurz mal umzudrehen. Ich muss kurz mal was checken, ja? Geht das? Einmal umdrehen. Nur, damit ich was checken kann. Genau. Bleibt noch umgedreht, bitte. Flo, das ist das Problem, siehst du? Sehr gut. Okay, könnt ihr wieder umdrehen. Okay, ihr habt rostige Nagel. Danke fürs Umdrehen. Ihr habt rostige Nagel. E-Sports 500 gemacht. Mhm. Denkt daran, ich habe vorhin schon gesagt, 600er E-Sport, goldener Handschuh fällt auf die Frage. Wenn ihr beantworten könnt, kriegt ihr den Joker. Noch nie. Hallo Vlask, ich heiße Vedi und ich habe eine Frage an Sie. But in English. Which European professional player has the most games played at Worlds? Which professional European player has the most games played at Worlds? And a bonus point if you can die tell Statistik me war how heute many games Twitter. It is. Tschüss. Was war der Bonuspoint? Kani hat gerade geredet. Ja, same. Wie viele Games das waren? Ja. Ja. Ich habe euch übrigens angelogen, ne? Goldene Handschuhe gibt überhaupt keinen Sinn, weil das eine Input-Frage ist. Sprich, ihr könntet, also es geht nicht. Dann fällt er einfach weg. Und es gibt keine Bonuspunkte für die Anzahl der Games. War das, sorry, nochmal. Können wir nochmal das Video hören? Wie war der genaue Wortlaut? Hallo Vlask, ich heiße Vedi und ich habe eine Frage an Sie. But in English. Which European professional player has the most games played at Worlds? Which professional European player has the most games played at Worlds. And a bonus point if you can tell me how many games it is. Tschüss! Ich kann auch übersetzen für dich, Johnny. welcher europäische Spieler hat die meisten Spiele, bei den Weltmeisterschaften? Ich brauche noch eine Antwort von dir, Lukas. Ja. Könnt auch gerne eintippen, wie viele Spiele ihr denkt, dass gespielt wurden, wenn ihr Bock drauf habt. Gibt aber keine Bonuspunkte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so drei Namen im Kopf und zwei davon haben eigentlich auch keine Relevanz. Und, ja, ich weiß nicht. Okay. Ja, ich habe auch. Also drei.
Timer läuft. Ich glaube, das ist actually super bad. Ich löse auf, ja? Ja. Aber wir gucken erstmal drauf, was ihr gesagt habt. Das finde ich ein bisschen interessanter. Gesagt, sowas mit sau viele. Das war auch mein Try. Könnte technisch korrekt. Kann ja gesagt, Perks mit 169. Ich wollte dafür die 69 wieder. Was hat ja auch noch bei T2 Mangold auch gesagt, Perks. Ja. Freddy gesagt, Jankos mit 100. Und Johnny hat gesagt, Reckless mit 23. Ja, sowas ist actually, glaube ich, gut. Nee. Let's go! Warte, wo ist die Antwort? Perks ist richtig mit 98. Wurde falsch geschrieben. Ah, fuck. Aber eigentlich, das Antwortvideo ist hier unten. Aber ihr habt nichts gesehen? Überraschung? The correct answer is Perks. And he has played 98 games at the World Championship throughout his entire career. 98. Bye-bye. Solide. Bitte. Solide. Danke! Ja. Hast du die da auch noch? Das kann doch niemals sein. Warum kann das nicht sein? 98 ist doch absurd, oder? Ja, Best of Fives, Gruppenspiele. Ist ja immer so weit gekommen eigentlich. Ja, deswegen. Ist immer relativ weit gekommen. Aber Jankos war leider bei H2K und die sind ja anfangs nie. Also überleg mal, Gruppenspiele ist doch, World, ich, ist einmal, doch maximum ne? 6 Games, no? Mit Vierergruppen. Und selbst wenn du dann bis ins Finale kommst, spielst du pro Weltmeisterschaft maximal 10. Vielleicht 11 mit Tiebreaker. Wenn du Play-In spielst zum Beispiel? Ach, die Best of Fives als einzelnes Game dann. Ja, klar. Und dann ganz viele Best of Fives-Series. Und dann spielst du noch Play-Ins. Du spielst Play-Ins, Best of Fives. Kommen auch öfter mal 2 Stück dazu. Da wurde auch öfter mal 5 Spiele gespielt gegen irgendwelche Buffalos oder so. Also ich wüsste gern, wo Jankos steht, weil da hätte ich nicht gedacht. Darf ich eben googeln, wo Soas und Jankos stehen? Ja, ich finde das. Kannst du gerne machen, klar. Wenn du das schnell findest. Normalerweise gucken wir vor und nach, was so die Follow-Ups sind, aber wie gesagt, wir hatten diesmal nicht so viel Zeit. Aber ich glaube, Perks ist schon auch, also es ergibt schon Sinn, warum der so weit vorne ist. Ne? Er kam halt wirklich immer sehr weit. Welche Teams war denn Perks? Jankos hat die meisten Playoff-Spiele in der LEC zum Beispiel, die drittmeisten. Die drittmeisten? Und wo wäre Reckless zum Beispiel gewesen? Hinter Hillisang und... Sorry. Ach, wir haben alles gut. Ich glaube, Reckless wäre wahrscheinlich nicht weit dahinter. Ja, würde ich von ausgehen, aber haben die seltener Play-Ins gespielt? Ich weiß es nicht. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass Reckless nicht so weit dahinter ist. Die haben auch noch die Tiebreaker gespielt, was er hilft. Mhm. Aber G2 ist ja einmal den richtig langen Weg gegangen. Ne? Und das carried, glaube ich, nicht. Ich glaube, wenn du einmal Play-Ins gespielt hast, sind ja auch 100.000 Games gefühlt. Ja, Play-Ins sind super viel. Wie oft waren Perks in den Play-Ins? Zweimal? Dreimal? Ja, ich glaube nur zweimal, ne? Ich habe die Statistik heute auf Twitter gesehen und ich war überrascht. Ich war auch überrascht, dass es Perks ist und nur deswegen konnte ich es mir merken. Weil ich habe auch nicht damit gerechnet. Das ist natürlich absolut korrekt auch gerade. Wartet mal, wer hat gesagt Perks? Genau, Kani. Kani und Mango haben es gesagt. Und Mango, aber es war auch Rostiger Nagel, ne? Mhm. Bang. Der oh lol, stimmt. Da hat die dann geschippert. Ja. Aber dann kriegt Kani doch jetzt einfach. Habe ich bei irgendeiner Frage die Punkte vergessen? War so ein bisschen drin. Kann sein, dass ich ein bisschen was übersehen habe. Falls ja, könnt ihr gerne noch nachgucken, Flo, und könnt mir sagen, wo genau wie viele Punkte gefehlt haben. Also ich war vielleicht ein bisschen Eure Hoheit? Frage. Angenommen. Was? Oder? Ich habe nur ein Video gefunden von vorne. Genau, bei Lore und bei Dusk King Broken, aber die wurden ja nicht beantwortet. Am drittmeisten von allen Spielern. Dann kam Jankos Platz 5 oder so. Jankos war eben Platz 7 und Platz 5 war Caps sogar. Also Caps war vor Jankos. Ich habe vor 4-5 Tagen habe ich doch gehört, dass Doublelift die meisten Worldstar-Namen aller Spieler hat. Deswegen habe ich nochmal gefragt, ob es European ist oder westlich. Hat er auch nicht, glaube ich. European, Doublelift war mega viel. Caster, Alice Desk. Keine Ahnung, aber es wurde European Player gefragt und Doublelift ist sowieso nicht European, ne? Ja. Aber Doublelift war, glaube ich, 8 Worlds. Ja? Ja. Players with the most games in World History. Faker mit 97, Perks mit 86 und dann kommt Jensen mit 80, Reckless mit 75, Sneaky mit 75. Sprich, ja. Perks ist tatsächlich auch 2 da anscheinend sogar. Nach Faker. Oh. Okay, wer ist dran? Wer hat denn gerade gewählt? Ich war's. Ich hab gebuzzert. G. Jokert. Dann nehmen wir doch mal Splash Art 200. Splash Art 200. Also relativ entspannt, denke ich. Ist aber langweilig, wenn sie dich bis zum Ende offen lässt.
3, 2, 1. War das eine Leine? Also würde ich sagen, Akshan. Oh, ja. Das ist Leine, ne? Ja, ja, okay, da kann man drauf kommen wahrscheinlich. Also Leine, Akshan, ja. Ja, richtig, Akshan. Akshan, ja. Ne? Vrey, du bist doch direkt wieder dran, tatsächlich. Komm, dann nehmen wir Goldener Buzzer. Goldener Buzzer. Riot, please, 600. Oh, Gott, oh, mein Comeback. Jetzt muss auch mal, na, jetzt gehen wir auf für Risiko hier. Oh, ja, Text-Input, Leute. Ah, ich würde tatsächlich aber trotzdem behaupten, dass die machbar ist. Das ist eine Text-Input-Frage. Hätte man da jetzt sowieso nicht, oder? Den rostigen Nagel noch draufschmeißen können? Ihr habt keine rostigen Nägel mehr. Aber in der Theorie? Ja. Hättest du, aber du verlierst nicht doppelt so viele. Oh, schade. Das heißt aber jetzt mit Text-Input, wir warten, wenn bis ihr die richtig drei, habt, wenn ihr richtig, wenn ihr das richtig beantwortet, kriegt ihr doppelt Punkte. Also gibt es okay, aber 1200. Wenn jetzt einer buzzert, kriegen dann alle anderen auch nicht mehr Tipps? Da gibt es nichts mit Buzzer. Okay. Das ist jetzt einfach doppelt so viel wert, so, weißt du? Das ist einfach doppelt so viel wert, wenn du es einfach doppelt so viel wert, ihr müsst trotzdem alle einen Input geben. Ach so, oh Leute. Ist auch nicht die Fähigkeit. Ich lese euch auch die Frage jetzt vor, bitte. Ach so. Ach, Marbert, stimmt. Ja, Frage ist, mit Patch 4.20 wurde der Dragon Slayer Buff eingeführt, der mit jedem Drachen einen einzigartigen stackenden Bonus gewährte. Was löste der 5. Stack aus? Ach du Kacke. Aber du willst keine Zahlen hören, oder? Der Wortlaut reicht. Ich will nur genau wissen, also, ich gebe euch da einen Tipp. Zwei Dinge sind passiert. Und ich will wissen, welche Dinge passiert sind. Ich mach den Timer jetzt auch an. Das dauert also ein bisschen lange. Also wenn das einer weiß, ne? Johnny sieht sehr confident aus, muss ich sagen. Zack! Ja, Zeit ist durch. Ihr habt eure Inputs gegeben. Ich erkläre euch kurz nochmal, was die Dragons gemacht haben. Also der ursprüngliche Dragon, das wisst ihr, glaube ich, alle, der hat sehr viel Gold gegeben und dann und sehr viel EP. Ging ja alles im Spiel, glaube ich, so um den Drake. Danach wurde Drake aber geändert und es gab keine verschiedenen Elementardrachen. Es gab einen Drachen und je öfter man ihn getötet hat, desto bessere Buffs oder desto mehr Buffs hat man bekommen. Die waren alle einzigartig. Ich glaube, der erste Buff hat AD und AP gegeben. Der zweite Buff hat mehr Damage an Minions und Monstern gegeben. Der war broken. Genau, das wurde irgendwann auch vertauscht. Der dritte Buff, weiß ich gar nicht mehr, was er gegeben hat. Der vierte Buff war mehr Damage an Turrets. Und der dritte war Movement Speed. Und der fünfte, wenn man den getötet hat, hat er alle vorherigen Effekte verdoppelt und einen True Damage Burn gegeben über 3 Sekunden, der sehr, sehr stark war. Über 180 Sekunden, soweit ich weiß. Und das hat niemand gewusst. Außer Johnny. Der hat es natürlich absolut richtig. Ja. Johnny hatte recht. Das war auch absolut richtig. Das war auch das erste. Du kriegst so 1200 Punkte. Junge, das erste Mal im Plus, seit wir spielen. Let's go, Johnny. Sehr stark. Ja. Das ist lang her, Mann. Das ist wirklich lang. Ist wirklich. Können wir mehr so in der Season Fragen stellen statt 2022? Sagt mir, ihr spielt ja alle schon relativ lange, vielleicht wisst ihr es noch, aber man ist wieder so oft irgendwie rumgepatcht. Ne? Das hat man wahrscheinlich irgendwann einfach nicht mehr im Kopf, was alles passiert ist. Da habe ich auch gerade angefangen, aktiv zu spielen, muss ich sagen.
Der Effekt hat verdreifacht, nicht verdoppelt. War das, stimmt das? Nee, da das war doppelt, oder? Temporäre Verdopplung, das ist egal. Temporäre Verdopplung, ja, ja, das wurde, der wurde verdoppelt. Das war nichts, nichts Verdreifachtes. Sehr gut. Triples all other bonuses. Es war vielleicht, aber es war irgendwann mal Double. Sehr sicher. Der erste Buff war Double. Wer war dran? Freddy hat goldene Buzzer gedrückt, ne? Ja, ja, genau. Ja, also, ist, ja, ich will hier dran. Den Friedensnobelpreis Law 600. Zeig mir, was das ist. Okay. Oh no. Und wenn das wer weiß, ich leg da nochmal so 20 Subgifts oben drauf. Okay, okay. Ich leg auch 20 oben drauf, weil ich mir sicher bin, dass es. Warte mal. Absolut sicher. Okay, ich bin so jetzt ready. Oh, Text-Input. Wofür steht der Name Zack? Muss man kreativ werden. Englisch, ist das, ne? Ist das alles, oder was? Was ist das denn? Da kommt jetzt nichts mehr. Willst du einen Tipp geben? Ist das ein Kürzel oder ist das einfach nur ein... Es ist ein Kürzel, richtig. Und wir suchen nach den der Tipp gebe ich euch. Bezeichnung, ne? Ja. Kennt wer in Englisch das Wort mit Z? Ich gebe euch einen Tipp. Jeder Buchstabe in dem Wort Zack, beim Namen Zack, steht für ein Wort. Ja. Sicher, ne? Ja. Komm, Lukas, ich will einfach eine Antwort, dann lösen wir auf, weil ich glaube nicht. Ach so, da bin ich, ich versuche als einziger kreativ zu sein, na gut. Nee, aber die anderen sind schon fertig damit, glaube ich. Okay. Gib euch einen Timer. Gut. Okay, ich habe 5 Inputs von euch. Einer hat geschrieben Zack. Das ist nicht die gesuchte Antwort, Johnny. Oh. Es tut mir sehr leid. Nice, es ist auch nicht der Zoning Attack Cyborg. Es ist kreativ, aber es ist falsch. Es ist auch nicht Sawn Acid Core Drop Blob. Ja, das ist actually kein da gut, wer war das? Das war Röcki. Nicht schlecht, ja. Es ist auch nicht Zealot Air Conditioner Christ. Und auch nicht ziemlich arschiger Champion. Es ist Sawn Amorphous Combatant. Oh. Ja, schon klar. I mean, ich war nicht so weit weg, ne? Ich hatte Zorn. Und da bin ich am nächsten so dran, ja. Also die Lore-Kategorie ist vielleicht nicht dafür da, damit ihr Punkte kriegt, sondern einfach nur, damit ihr danach damit vielleicht wisst, wofür ich stehe, so, ja. Ja, aber ihr habt versucht, zusammen, ne? Dumm da, ja, das ist okay. Ihr habt versucht. So, ich benutze jetzt diesen Handschuh mal hier, komm. Du benutzt den Handschuh? Ja, ich mache jetzt mal irgendwas mit meinem Handschuh. Ja. Das klingt broken. Mit wem? Tja, komm, Brücki, wir zwei. Ja, mein Comeback. Let's go. Oh, du bist comeback. Ich hab dich. Okay, also Brücki verliert 400 Punkte und du gewinnst 400 Punkte, wenn du gegen Brücki gewinnst, ja? Ach so, nee. Oh, no, der Arme. Dann nehme ich Mango. Ach nein. Ich stell den jetzt balance-technisch tatsächlich auch noch runter auf 200, weil 400 ein bisschen krass wäre. Also 200 ist, glaube ich, schon bei genug, was ich schon 200 eine Menge, ja. 200, also Verlierer gibt dem Gewinner 200 Punkte. Okay. Aber Brücki kann auch gewinnen. Kann er, ja, ja. Der kann also, er auch ja, dann nehme ich Brücki, weil dann komm, dann machen wir Comeback, okay. Ja. Sorry, Mann. Ja, alles gut. Muss ich eben raufgucken. Der funktioniert folgendermaßen. Oder Discord. Oh, okay, warte. Ich kann die hier nochmal aufmachen. Wo genau steht es? In dem. Also genau wie das auch. Ich kann da einfach auf muss ich da einfach. Könnt ihr euch nochmal kurz umdrehen, okay. Nur damit ich das checken kann? Na? Perfekt, ihr seid's. Ah, ja, okay, ihr seht's jetzt. Wir können uns umdrehen? Könnt ihr euch wieder umdrehen? Muss ich aber sagen, das ist tatsächlich falsch, deswegen bringt das gar nichts, weil die klingt broken. Die klingt broken. Der klingt broken Duell-Handschuh ist nicht World Anthems. Worlds and Anthems, sondern Mythic Items.
Oh, das ist cool. Was jetzt passieren wird, ist, dass ihr mir reihum Mythic Items nennen werdet. Ihr habt jeweils 5 Sekunden maximal. Wer als erstes keins mehr hat, der verliert. Ich spiele das Spiel auf Deutsch, das ist mega unfair. Aber gut. Oh, dann haben wir natürlich, das macht es natürlich ein bisschen schwerer, Double zu checken, aber wir können im Nachhinein immer wieder checken, ob das passt oder nicht. Meine Mods achten auch mit drauf. Lass die schon mal eine Liste mit deutschen Sachen aufholen oder rausholen. Und dann fängt Freddy logischerweise an. Du hast den Vorteil, weil du einen Handschuh hast. Kraken Slayer. Ludens Echoes. Gale Force. Liandris Torment. Immortal Shieldbow. Hättest du zuerst die ADC-Items weg? Das war's, oder? Ja, es ist schon, ich unterbreche direkt. Ja, was? Du hast Ludens Echo gesagt. Es ist leider falsch. Es ist Ludens Tempest. Und das heißt auf Deutsch, stimmt. Weil ich weiß auch anders. Ja, da habe ich doch schon verloren, ne? Bist du leider schon noch raus. Er holt dich zurück, Brücke. Ja, Ludens Tempest war das erste Item. Für das brauchen wir nächstes Mal auch eine irgendeine Mechanik, damit wir das abkreuzen können oder so. Ist natürlich schwieriger, weil du auf Deutsch spielst. Aber Liandris Torment war auch falsch übrigens. Das ist Liandris Anguish. Das ist Liandris Anguish, ne? Okay. Ich dachte, das wird so ein epischer Abtausch 5 Minuten lang. Ja. Bei den Support-Items wäre es actually schwierig. Da muss ich immer manipulieren. Nö. Das ist Shurilia Battlesong, ne? Shurilia ist ein Battlesong, ja. Reverie war früher, stimmt, das war der alte. Ja, schau, weil, wenn du es da falsch sagst, bist du direkt raus. Ja. Weil Ludens Echo, Ludens Tempo. Ich hätte auch Ludens Echo gesagt. Das stimmt, jetzt auf Deutsch. Auf Deutsch ist es Ludens Echo? Nee, das ist Quatsch, oder? Nein, das ist nicht. Wahrscheinlich auch irgendwas. Ludens Sturm, wahrscheinlich. Ja. Also, es ist halt schon, also früher hieß es halt immer Ludens Echo. Das heißt, ich hätte auch Ludens Echo gesagt. Ja. Wäre ja, leider falsch gewesen. Ja. Also. Danke, Freddy. So. Ja, ich wollte dich wieder aufbauen. Kein Problem. Ich habe die extra nicht genommen. Die AD sind einfach. Ich werde atomare Wissensbombe auf euch droppen. Kein Problem. Du kannst ja gleich den Buzzer reinhauen, ne? Und du bist nämlich auch dran. Wer ist denn gerade dran, Brücke? Ich bin tatsächlich nämlich dran. Ich würde nämlich das Klingt Broken gerne mit goldenem Handschuh für 600 nehmen. Mit goldenem Buzzer für 600, okay. Das klingt Broken. Brücke will wieder ins Positive. Wir brauchen ein Comeback. Ja, dann will ich jetzt auch hören, was das ist, okay? Okay. Okay. Kriegt den ersten Tipp. 2 Ladungen und interagiert mit anderen Fähigkeiten. Hä? Nein, nicht. Was denn? Kamerad. Du bist raus. Bless. Nächster Hint. Champion Takedowns frischen eine Ladung davon auf. Lila Jump. Falsch. Letzter Hint. Gibt in einem kleinen Radius Sicht und kann als Ziel für Teleport benutzt werden. Oh! Javan E. Ja. Hat Javan E 2 Ladungen? Nee. 2 Ladungen. Achso, Lord Snake, oh mein Gott! Falsch. Ich wollte drauf tippen. Ach, ich bin so dumm. Alle außer Brücke und Mango sind tatsächlich auch locked. Gebe ich jetzt den Timer? Nein, aber was ist das denn? Kann man drauf tippen? Oh mein Gott! Ja, nee, ich wollte Thresh-Laterne sagen, aber das ist auch falsch. Ja. Oh. Aber du hast Brücke gerade den Timer resettet, tatsächlich. Oh, was? Ja. Das liebt. Lass laufen jetzt hier den Timer. Aber du kannst mir, gib mir eine Antwort, ich gebe dir 5 Sekunden. Zieh durch, Brücke, jetzt komm! Ich weiß es nicht. Ja. Zack. Kamera läuft nochmal. Nochmal 10 Sekunden extra. Da ist ein Gentleman, ja. Ich hab keine Ahnung. Das ist einfach, ich weiß nicht. Ist das nicht Freddys Champ? Echt? Also, nicht wirklich, nee. Nee. Was ist denn Freddys Champ? Ich hab zumindest letztes Mal beim Mattemann gespielt, ja. Was wäre denn das ist Freddys Champ? Vorbei, ne? Ich hätte es auch nicht gewusst. Also, das wäre. Weiß es keiner von euch, ja? Also, wir dürfen jetzt nicht mehr antworten, ne? Jetzt habe ich es nämlich gesagt gerade. Ja, es kann keiner. Was hast du denn gesagt? Zyra W.
Das ist absolut richtig. Syra W. Ich hätte es nicht gewusst, also muss ich sagen. Ich glaube, Rampant Growth kann man doch nicht ist sogar falsch. Kann, also ach doch, wenn du die Pflanzen upgradest, kannst du drauf tippen. Ja, aber es ist ja trotzdem falsch geschrieben. Ich will jetzt nicht sagen, aber es ist trotzdem. Es geht vielleicht mittlerweile nicht mehr, aber es ging auf jeden Fall mal. Es ging auf du kannst auf die Pflanzen kannst du immer, aber du kannst nicht auf den W. Ja. Also ist der Spell ja quasi falsch und man sollte mir Punkte vielleicht geben. Ich sag's nur mal. Warum sollte man dir die Punkte geben? Vielleicht ich da dann geintet, aber es ging auf jeden Fall. Es wusste ja eh niemand. Dann wurde es verändert. Safe. Ja, so, also anhand dieser Beschreibung kann ich natürlich als Siegspieler nichts anfangen. Ja, aber. Ja. Okay, dann gebe ich zu, dann ist es vielleicht ein bisschen Int auf meiner Seite gewesen. Ja, dann gebe ich den Joker wieder zurück. Nein! Natürlich, Kani. Der war nicht mal close. Bei minus 1100 Kani. Kann man fair bleiben? Mit ihm noch lehnen. Wenn die Frage nicht beantwortbar war, weil ich die falsch gestellt habe, so, dann kriegt er halt 0 Punkte und Brück kriegt sein Buzzer wieder und fertig. Vielen Dank, Blesk. Sehr fair von dir. War ja auch mein Fehler, ne? Dann, okay. Kani, du darfst wählen. Ach so. Hey, auf dem Board. Also hier ist ja noch super viel zu holen. Plus ich krieg keine Minuspunkte mehr. Ja, ich denke, wir brauchen jetzt alle mal wieder ein Erfolgserlebnis. Und deswegen gehen wir jetzt auf E-Sport 200. E-Sport 200. E-Sport war voll die Erfolgserlebnis. Bis jetzt für mich. Ja, ich muss auch dazu sagen, manchmal sind 200 Fragen ein bisschen schwerer als die Punkte, die da draufstehen. Aber mal gucken, wie drauf kommt. Die Frage ist, Brökis meistgespielter Champion während der 2022 Prime League Second Div Summer Playoffs ist... Das weiß ich ja nicht mehr selber. Man muss nicht buzzern, oder? Nee. Was ist das denn? Worauf haben wir dich denn mal geparkt? Ach, Playoffs auch noch. Oh, Playoffs. Mhm, nur Playoffs. Das ist einer von zwei, ne? Ja, ja, es gibt zwei, die sind. Es hat zwei, die sein können. Und das ist ein Flippity-Flop. Das ist ein Flippity-Flop, ja, würde ich auch sagen. Ich weiß nicht genau. Es gibt mehr als zwei ADCs tatsächlich. Ja, aber Brücke spielt nicht so viele davon. Wir parken Brücke immer so auf 1-2. Du packst mich auf zu buzzern! Ich lass ihn jetzt selber. Na, es ist schon, oder? Okay. Fangen wir es an. Der muss es sein, oder? Der muss es schon, oder? Ja. Wir denken bestimmt dasselbe. Wir sagen, dass ich einen komplett anderen Champion habe. Was hast du denn ganz am Anfang gespielt? Was hast du gegen Kitzo gespielt? Ash. Jinx. Okay. Nee, ich glaube, ich hab Ash gespielt. Na hey, du bist doch aus der... Ja, ich erinnere mich an die Klimaanlage, aber das war nicht so viel. Ich musste sehr viel Ash spielen, hier so ein Klotz am Bein. Diana Yasuo, bist du doch rausgeflasht. Okay, pass auf. Ich glaube, es ist Jinx oder Sivir. Ja, genau, das waren auch meine beiden. Aber Sivir kam erst relativ spät. Twitch und Varus sind's nicht, falls ihr das geschrieben habt. Hat aber niemand von euch gespielt. Weil Sivir wollte ja am Anfang nicht spielen, weil die ja so bad war. Ich lass mal den Blesk ausreden. Ich bin auch ja, ihr das. Könnt mich... Ich kann euch mal zeigen, was ihr geschrieben habt, ne? Was habt ihr geschrieben? Zwei Leute... Drei Leute waren für Jinx, tatsächlich. Mango war für Sivir und Brücki war für Ashe. Tatsächlich... Aphelios. Ist der meistgespielte Champion von Brücki... nicht Twitch. Hat er einmal gespielt. Nicht Varus, zweimal gespielt. Jinx ist es auch nicht. 4 Games auf Jinx. 3-mal verloren und dann habt ihr vielleicht nicht mehr Jinx gepickt, glaube ich. Das ist Ash. Sehr gute Performance auf Sivir, tatsächlich, mit 5 Games. Ist aber auch falsch, es ist Ash mit 7 Spielen. Brücke ist der Einzige, der das richtig hat. Yep. Ja, fand ich gut die Frage. Das sind 200 Punkte. Alleine 3-mal Jinx gespielt? Ja, das dachte ich mir auch. In den Playoffs hat er 19 Spiele gespielt. Das war Relegation. Relegation gehört nicht dazu, das zählt schon zum zweiten. Oh mein Gott, wir sind Idioten. Relegation zählt tatsächlich zum 2023er Split dazu. Das zählt nicht zum 2022er Split. Das sind 3 Games auf Jinx, aber ich kann euch trösten, selbst wenn es 3 Games auf Jinx wären, hätte er trotzdem noch mit. Es war mehr als 3 Games auf Jinx. Es sind irgendwie 5 oder so in den Dings gewesen. In der Relegation. Ich dachte jetzt auch, das ist. Ihr habt 9 Spiele gespielt, Relegation, oder? Ne. 3 auf 4. Ja, aber du hast ja, also nee, das ist ja völlig richtig. Wir haben acht Games Relegation gespielt. Oh. Und ich glaube, 4-mal habe ich Jinx gepickt. Aber wir haben 9 gespielt. Ich habe mich jetzt offen gehabt, das stand 3, aber. 5 mit Hertha. Ach so. Ja, true. Ja. Okay. Ja, aber Ash ist für Summer Playoffs auf jeden Fall richtig. Aber finde ich schön. Also, kriegt jetzt jeder so eine Frage, die auf ihn gemünzt ist? Finde ich. Nee, da war ja auch. Hör auf, dich zu beschweren und hör auf, den Buzzer zu drücken, bitte. Okay. In seinem Mango ersten Video ist ja 2016.
von Johnny. Welchen Champion hat er bei Minute 3 erwähnt? Mango Mann. Lore 200, bitte. Okay, 200. Die ist lösbar, oder? Die ist lösbar. Das bezweifle ich bei Lore. Ja, ich glaube, das ist ein. Wie heißt der Berg, den Pantheon bestieg? Ich flippe aus. Was? Ich weiß nicht genau, wie man das schreibt, ne? Aber ich hoffe, das passt dir so. Das wirst du rausfinden wahrscheinlich. Ihr habt einen Timer. Ich muss euch ein Disclaimer, der Berg ist kein Teil der Alpen. Oh. Mhm. Scheiße. Genau. Der Berg heißt nämlich Mount Targon oder Targon. Von dem redet er auch, stimmt. Genau. Terry redet von dem. Gibt auch ein paar Items, die so heißen, glaube ich. Ja. Targons Brace und so ein Kram. Ja, richtig haben das zwei Leute. Die anderen haben Olymp und Zugspitze geschrieben. Das ist natürlich falsch. Brücki und Johnny. Und Brücki kämpft sich zurück tatsächlich. Krass. Dark easy. Sehr gut. Ihr habt eine Lore-Frage richtig beantwortet. Das ist krass. Bisher gab es bei Textfeldern, bei Lore-Fragen nur 3 richtige Antworten von, naja, 20 möglichen. So bin ich. Ready. Ich bin dran. Mhm. Okay. Ich nehme Das klingt broken 400 nämlich. Das klingt broken 400. Und diesmal unterläuft mir kein Fehler, versprochen. Erster Punkt, Schadensreduktion nach einem 0,75-sekündigen Channel. Nächster Punkt, nächster Angriff wird verstärkt. Letzter Punkt. Nächster Angriff hat mehr Reichweite und verursacht magischen Schaden in einem Radius um das Ziel. Das ist eine Wasserfrage, ja, das wisst ihr. Da mal läuft. Spielen wir dieses Spiel eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht gerade. Deswegen heißt es auch, das klingt broken, weil alles broken klingt. Ey, wenn irgendwer Buzzer kriegen alle noch mal mehr Zeit, ne? Ich weiß es nicht. Du probierst es mal. Vi Isbel gibt keine Schadensreduktion. Okay. Nächster Angriff wird verstärkt. Macht aber keinen magischen Schaden. Und auch nicht in einem Radius um das Ziel. Aber falsch. Der Timer wird resettet. Das stimmt. AOE-Damage. Wer hat denn überhaupt Schadensreduktion auf einem AA-Reset? Okay, das ist durch. Ihr werdet euch ein bisschen den Kopf fassen, glaube ich, wenn ihr das hört, weil wenn man es einmal gehört hat, ist es relativ easy. Der Champion, der gesucht wird, ist Gragas. Oh, wow. Oh, logisch. Das ist Gragas weh. Oh mein Gott. Freddy, ganz schief. Freddy, alles gut? Ja, Gott sei Dank spielt ja keiner von uns den Champ öfter. Ne? Nee, niemand. Seit 10 Jahren oder und niemand auch seit 12 Jahren. Auf die habe ich mich gefreut, weil ich wusste, dass niemand von euch drauf kommen würde. Obwohl, wenn man es gehört hat, denkt man sich so scheiße. Das war so easy. Ja, danach fühlt man sich wie der letzte Idiot, aber. Der Channel halt, der kommt ja nicht wie ein Channel vor. So. Ja. Er sippt geht halt dir das einmal. Auch so, Freddy? Kommt dir das auch nicht wie ein Channel vor? Ich frag mal. Ich hab den heute 10-mal gespielt oder so. Okay, Johnny, du darfst auswählen diesmal. Ja, ich würde gerne in die TFT-Kategorie wechseln. Okay. Lore 400 nehme ich. Weil das ist ein goldener Handschuh. Johnny farmt jetzt die ganzen Lore-Sachen. Okay, das ist eine der belohnenden Fragen, glaube ich. Hey, Entschuldigung, wo ist denn der goldene Handschuh da?
Das ist kein goldener Handschuh. Ein goldener Handschuh. Ja, aber hast du nicht gesagt, jede Kategorie hat einen? Nö. Ach so. Ja, nee, der ist so wichtig. Ja, war richtig sauer. Nicht, ne? Ich glaube, so hätte noch niemand die Kategorie genommen. Ich kann dir jetzt schon sagen, es sind 4 Stück an der Zahl und die gibt es nur bei Buzzer-Fragen. Ja, nee, also Law, Max, ist ja in Ordnung. Weiß man, wo du stehst. Ist ja in Ordnung. Ja, dann ist mir egal. Aatrox, Rast und Varus sind was? Wie sehr nimmst du mich jetzt hier für die Rechtschreibung? Rechtschreibung wird nichts. Also wenn ich merke, okay, ihr wisst schon, um was es geht. Danke. Dann ist es in Ordnung. Also einfach mal rein. So. Ja, buzz einfach über mal rein. Die Schmach mit Gragas nochmal so. Hey, wir müssen buzzern? Nein. Achso, oh mein Gott, ich war schon wieder in so Panik. Weil Bleska sah nicht aufgeregt aus auf der Reaktion des Buzzers. Das hat mich irritiert. Ach komm, ich gebe euch 5. Ja, schon. Okay. Ja, alle wussten es außer einer Person, die hat geschrieben, ganz schön scheiße. Das ist vielleicht technisch. Also Brücki? Deiner Wahrnehmung naja, vielleicht richtig. Brücki hat es tatsächlich richtig. Es sind Darkin. Lebendige Waffen. Freddy hat sogar beides geschrieben, tatsächlich. Ja, und das ist. Ihr seht das ja, ne? Ist richtig. Zack. Alle außer Johnny, ist richtig. Ja, aber der Mango hat das mit 2a, ne? Deswegen habe ich gefragt. Deswegen, ich habe auch gesagt, das da wird niemand eine Hals. Also, warum hast du, Kani, warum hast du geschrieben, danke Mango? Weil Mango vorhin das Wort Darkin in irgendeinem Kontext benutzt hat und mir das nie eingefallen wäre, wenn ich das vorhin nicht gehört hätte. Wann hast du das aber gesagt? Ich dachte mir dann, es wird sehr peinlich, wenn es jetzt doch nicht Darkin ist, deswegen habe ich es wieder weggenommen. Aber ja, das an der Stelle nochmal danke. Wann hast du das gesagt? Gerne. Bei Blitzcrank, weißt du, aus welcher Region der kommt. Ja, genau, genau. Irgendwo fiel das Wort schon. Krass. Ja, Brücki, du bist fast wieder im Plus. Was wir jetzt machen ist, den doppelten. Na, die doppelten Punkte. Es gibt noch ein zweites Brett, richtig? Ja, gibt ein komplettes zweites Brett. Dann haben wir noch Zeit, Freunde. Wir haben Zeit. Hast du den nicht schon vergeben, doppelte Punkte? Er hat doch zurückbekommen. Ja, zurückbekommen, weil wir alle dumm sind. Die Frage nicht. Die Frage Rito, please für 400. Okay. Ja, Johnny, du wolltest TFT, richtig? Oh boy. Oh nein. Welches Champion-Konzept? Hör auf zu buzzern. Welches Champion-Konzept wurde erst verworfen und fand nach etlichen Jahren durch TFT seinen Weg nach Runeterra? Ja, um ein bisschen reinzubringen, gebe ich euch einen Timer jetzt tatsächlich, weil wir noch ein komplettes zweites Brett haben. Ich mach das wie Kani auch. Ich finde das nicht gut. TFT-Fragen waren die nicht geheim, waren die nicht geplant. Hashtag Boycott Blesk. Okay. Wir haben 5 Antworten. Johnny wollte eine TFT-Frage. Und Johnny hat sich für Urf Spatula entschieden. Das ist jetzt tatsächlich kein Champion. Ein spannendes Champion-Konzept. Kein geplanter Champion gewesen. Urf ist doch ein geplanter Champion gewesen. Nee. Doch? Nein. Doch? Wann war Urf denn als Champion geplant? Ich hab's auch falsch verstanden, aber. Earth the Manatee oder was? Es war ein April-Scherz, Johnny. Nein. Wir machen weiter im Kontext. Seraphine ist die Antwort von Freddy. Ja, Seraphine ist leider auch falsch, weil. Die kam ja auf den Rift. Ceri und Renata sind auch falsch. Das sind tatsächlich Champions, die es gibt. Und Kani ist der Einzige, der richtig beantwortet hat. Gesagt, Aoshin. Aoshin war ursprünglich geplant. Ich wusste nicht, wie die heißen. Aoshin war ursprünglich geplant, wurde dann aber zu Aurelion Sol. Und Aoshin kam nie als Champion raus. Kam dann aber nach TFT. Wo mache ich jetzt offiziell Beschwerde? Weiß ich nicht. Join auf meinem Discord, gibt's einen Feedback-Channel. Speziell für den Format. Ich dachte, es geht um Champion. Der Champion, der durch TFT ins Game gebracht wurde.
Aber genau, es ist jetzt nicht peinlich, oder? Wenn man nach der TFT-Kategorie fragt, dann kommt eine TFT-Frage und dann verscheißt man die. Schon peinlich eigentlich, oder? Ja, weil der Typ nicht weiß, ja, die Fragestellung war vielleicht ein bisschen tricky, aber es stand ja spezifisch da, dass es verworfen wurde und durch TFT dann seinen Weg nach Runeterra fand. Also nicht erst als Champion rauskam, tatsächlich. Und Urf gibt's auch nicht in TFT, tatsächlich. Oder, Johnny? Nee, ich bin da stinksauer, ne? Ofan, Champion, der released werden sollte, mit seinem Wender Fun-Hammer hier. Ich unterbreche ihn. Mango, gib mir einfach die nächste Kategorie. Perfekt, ich hätte gern Splash Art für 300. Okay. Splash Art für 300 kriegt ihr jetzt. Das ist Klett. Das ist Klett. Wow. Okay, das ist was? Den fand ich am krassesten bis jetzt, muss ich sagen. Ja, das war die schwerste überhaupt. Wie kommt man auf Klett? Das war Klett. Das Auge, ja, rechts habe ich gesehen. Wahrscheinlich so ein bisschen, ja, ne? Hat Lulu gedacht, okay, an alles, oder? Ja, dachte ich auch. Ist ich sag's doch, wie es ist. Ich habe für Lulu gebuzzert und als ich gebuzzert habe, habe ich rechts das Auge gesehen und war so, oh. Dachte mir auch so, Schmetterling, vielleicht komme ich auf irgendwas anderes, aber ich habe es gerade ein bisschen drin gelassen, sonst ist es ein bisschen schwer, glaube ich. Ich nehme Rito, please, 500, bitte. Okay. Okay. Ja, das ist eine 500er Frage auf jeden Fall. Welcher Champion war der erste, der zu League of Legends Kernroster dazu stoß? Keiner der ursprünglichen 17 quasi, sondern Nummer 18. Wisst ihr, so als League rauskam, ich glaube, das war, wann war das? 2009? Ja. Mhm. Gab es ursprünglich 17 Champions. Und der erste nachträglich designte Champion, der zu diesen 17 dazu stoß. East, wir gucken mal drauf. Ezreal, Sein, Shen, Gangplank und Pantheon. Ich habe keine einzige richtige Antwort tatsächlich. Es ist nämlich der hier, Singed. Krass. Singed ist der erste Champion, der nach den ursprünglichen 17 ins Spiel gefallen ist. So schnell sind die schon nah dabei. Ja. Ja, ist schwer. Die ist schwer. Bist du dran, Johnny? Du darfst aussuchen. Was ja, spielen. Aber ja, es sind nur noch das King Broken 300 und Splashart 500er, oder? Ja. Mhm. Ja, nimm Splashart. Splash Art 500. Silan und Singed kamen gleichzeitig raus. Selbst wenn die gleichzeitig rauskamen, hat doch niemand von den Leuten Silan gesagt. Deswegen ist doch egal, oder nicht? Ich bin der Twitch-Chat und ich bin unzufrieden. Okay. Ihr kriegt einen Splash Art für 500. Peng. Nein, nein! Gar nicht. Warum? Okay. Ja, was gibt bei dir? Alles okay? Also. Ja, Splashart hat er sich geholt gerade. Nur weil Mango jünger ist, okay? Ich hab's auch geholt. Das liegt an der Brille. Sieht die Brille aus. Nur weil Mango. Okay, klar. Ja. Und wer war gerade dran? Ich will, ja, Johnny, und ich würde, ne, glaube ich, ganz gern 300 das Kling Broken nehmen. Nee, du wählst tatsächlich nicht. Du wählst nach dem das neue Board, weil du gar keine Wahl hast gerade. Okay, also nehmen wir so oder so King Broken. Sonst wird er deine Wahl geklaut, das ist der Quatsch. Ja. Erster Punkt ist: Fähigkeit, die wir suchen, die wird ausschließlich oder kann ausschließlich in der Nähe von gegnerischen Champions genutzt werden. Durch die Fähigkeit weiß der Nutzer auch, dass nicht sichtbare Champions in der Nähe sind. Katharina Ultimate, ja. Aber es gibt mehrere von diesen Spells, oder? Ja, und es ist leider falsch. Morgana R. Und auch das ist leider falsch. Gründer mehr weh. Der dritte Punkt ist, reduziert Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern, die dem Nutzer den Rücken zukehren, und das ist Gründer mehr weh. Mango hat jetzt keine Lust mehr. Der will weg. Sehr stark. Aber er hat es gemacht. Mhm. Ich wollte es beim ersten schon machen, aber.
Die Frage war auch sehr nice gestellt, tatsächlich. Ja, wirklich. Beim letzten Ding weiß man's, ja? Wem gehört denn der zweite Handschuh? Weil Mango und ich, wir haben ja beide zusammen die eSport 600-Frage richtig beantwortet. Niemandem. Ja, ach, der ist dann einfach. Und niemand hat die 600er-Frage richtig beantwortet. War das nicht Perks? Das war die 500er tatsächlich. Ah, okay, my bad, Entschuldigung. Ja. Okay. Genau. Dadurch, dass, also ihr könnt nicht beide anhaben, das geht nicht. Deswegen fällt er weg. Ja, ein zweites Board. Wir sind zeitlich ein bisschen hinten dran tatsächlich, aber ich hoffe, das ist okay. Ich weiß nicht, ob jemand von euch irgendwie super dringend weg muss um 23 Uhr. Nee, oder 23:30 oder so. Let's go. Weiter geht's. Ich fand diesen selbes Tempo jetzt gerade. Jetzt hat einen richtig geil. Ich nehme Pick Ben doppelt 600. Pick Ben doppelt 600. Bist du dir sicher, dass du weißt, was jetzt gleich kommt? Ich weiß nicht, was das wird, aber Pick Ben kann ich übel gut. Let's go. Okay, ich hätte ja jetzt vielleicht erstmal rausfinden sollen, was das ist. Pick Ben 600. Ihr kriegt jetzt von mir vorgelesen, was ein Champion sagt, wenn er gepickt oder gebannt wird. Oh mein Gott, was? Okay. 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 Sound, ne? Das ist eine Buzzer-Frage. Auf Englisch? Ihr kriegt natürlich keinen Sound. Es ist Englisch tatsächlich. Ja. Ah, viel Spaß. Schlimmer. Es ist Englisch. Aber es sind Dinge, die man, ich glaube, in vielen Fällen wissen kann. Im Fall von 600 aber. 600 ist natürlich ein bisschen knackig. Ja. Liest du nacheinander vor? Erst Pick, dann Bann, alles auf einmal? Oder wie ist das? Ich lese einfach nur eine vor. Also es kann Pick oder kann Bann sein. Kannst du die Stimme nachmachen ein bisschen? Nee. Da bin ich auch schön, muss ich sagen. Erste ist, ach, das war's schon. Das ist 600 und das ist alles. Und ich zeige euch jetzt, um was es geht. Das ist die Bannphrase des Champions. Warte, das weiß ich. Oh. Wie hast du denn vor mir gedrückt? Ja. Hast du gesagt? Klett. Nö. Set. Nee. Raves. Nein. Wenn Brücki das jetzt holt. Stunner. Nee. Malphite. Nein. Ist es Rammus? Ihr seid alle locked. Dürfen wir jetzt nochmal oder was der Engel hier? Ihr seid alle locked, ihr habt alle eine falsche Antwort gegeben. Ich spiele jetzt den Sound ab und die Punkte sind weg. Oder wollt ihr nochmal eine Runde raten? Aber es bringt euch halt Runde gehen. Ja, dann ist man nur machen. Nee, ihr ratet nur durch so. Ihr kommt gar nicht drauf. Ich höre das in meinem Kopf, aber ich fällt's nicht ein. Yeah, yeah, mit der Laterne. 6. Okay, jetzt schließe ich wirklich. Ich spiele es euch vor, ja, dann denkt ihr euch wahrscheinlich scheiße. Darius! Nein, hör auf! Okay. Freddy spitzt die Lauscher. Yeah, yeah. Ah! Ihr könnt sich doch nicht doppelt hinten hier! Es ist Gragas, schon wieder. Nein! Ja, es doch. Ist nicht Gragas! Doch, es ist Gragas. Oh mein Gott! Ich muss kurz in Freddy's Twitch-Chat schauen. Es ist leider schon wieder Gragas, es tut mir leid. Oh mein Gott! Es tut mir auch leid um deinen goldenen Buzzer, Brücki. Yeah, yeah. Ich hab alles vielleicht mit dem Kategoriennamen ein bisschen gebetet. All good. Ja. Nein, ich wollte kein Risiko gehen, ich hab's bekommen. Kani, du bist dran. Ja, pardon. Ich musste kurz Freddy in seinem Twitch-Chat auslachen. Ich nehme Icons 400. Icons 400? Okay, ich glaube, ihr wisst worum es geht. Ihr seht gleich ein Ability-Icon. Es sind keine Passives, kann ich direkt sagen. Und ihr müsst mir sagen, welche Ability das ist, welchem Champion sie gehört, welcher Button das ist oder wie die Ability heißt. Okay. Könnt ihr euch aussuchen, aber mir reicht zum Beispiel W oder sowas. Okay, 3, 2, 1, zack. Bist du dir sicher, Brocky? Ja. Ich habe einfach mal gedrückt, weil ich das nicht ganz gut drauf habe. Das ist Leona Ult oder nicht? Nein. Ja, geil. Das ist aber gut. Und jetzt? Ja, jetzt seid ihr dran, oder nicht? Ja, wir können nicht buzzern. Mein Buzzer ist gestört. Oh, Buzzer ist nicht locked, weil der Countdown abgelaufen ist. Wie kann ich den wieder freigeben? Das muss vielleicht, Flo muss das vielleicht kurz machen. Jetzt geht's wieder. Als ob du gewonnen hast, ich hab auch gedrückt. Ich hab auch gespammt. Die war eh. Was? Nö. Hä? So reicht das auch. Nein.
Nico Q-Spell. Nein. Nö. Was? Leona W. Was? Nein. Nein, ihr liegt alle Ach, falsch tatsächlich. Und, naja, es ist Nico E. Nein! Nein! Es ist Nico E, ja. Ich war so Sorakako, no? Nein. Sieht ähnlich aus, sieht sehr ähnlich aus, glaube ich, aber ist es nicht. Ich dachte auch, das ist Leona Ult, aber das hat zum Glück Brücke weggenommen. Dieser verschissene Kack-Champ. Genau, Leona es ist nicht das Q. Ach, Mann. Ich habe noch überlegt, ob es E oder Q ist. Wer ist jetzt dran, Mango, ne? Wir glänzen hier bei alle nicht so, ne? Okay, 260. Die Fragen sind schon knackig, denke ich an manchen Stellen. Ach, Mann. Mango, du? Arcane 200, bitte. Arcane 200. Ja. Relativ easy. Und das ist wieder eine Text-Input-Frage. Welchen Namen trug Jinx im Kindesalter? Ich habe das Gefühl, ich kann bei diesen Fragen sehr viel verlieren. Hat jemand die Serie nicht gesehen? 3, 2 Dann ist er selbst schuld. 1. Ich hab's vergessen. Ich hab's straight up vergessen. Du hast es vergessen? Dann helft dir eben auf die Sprünge. Das ist Paula. Ah, ja. Ja. Paula, alle aus der Manga ist richtig. Boop. Na gut. Habt ihr noch zwei Sachen, die nicht aufgedeckt worden sind? Das sind einmal Ab in den Müll und einmal Ohrwurm. Und Freddy wählt als nächstes. In den Müll 600. Ab in den Müll 600. Ach, bist du dir ganz sicher? Okay. Entschuldigung. Was? Damit ist der Buzzer schon raus, danke, Donny. Dein Buzzer ist schon weg. Aber für den Joke war es mir wert. aber den Müll funktioniert ähnlich wie die Ability Descriptions von vorn, dieses Das klingt broken. Es geht aber um Items, die nicht mehr im Spiel sind. Oh. Ich gebe euch 3 Punkte. Und ihr müsst mir dann sagen, welches Item gesucht wird. That's not good. Ja. Das erste ist. Und das funktioniert immer gleich. Ihr kriegt erst Namen, die Komponenten. Genau. Ihr kriegt erst die Komponenten, dann die Kosten und dann nochmal eine genaue Beschreibung von dem Item. Targon's Brace und Kindle Gem. Was ist Targon's Brace? Weißt du das wer? Muss so Support-Sachen sein. Nee, ich glaube, ich hab verkackt. Okay. Nee, ich hätte jetzt. Nee, ist komplett Grief. Mhm. Cool. Gut. Ich krieg keine Antwort, deswegen reset ich. Ja. Ich war komplett auf dem falschen Ding. Das ist was ganz anderes, das Item des Tages. Ist locked. Aber ich sag jetzt nichts, ey. 2200 Gold. Ah. Aktive Fähigkeit gibt dem Nutzer und einem Verbündeten ein mit maximalem Leben skalierendes Schild. Ja. Hatten wir so ein Ding schon mal? Sieg's Herald? Nö. Gib ich da noch? Ich sag einfach Billo Knights Vow. Also Knights Vow quasi. Aber es ist. Nee, das ist Deleted gibt's Item, also es gibt's nicht mehr. Gibt's Knights Vow noch? Drei. Ich könnte so kotzen. Zwei. Du weißt es? Ja. Es ist Face of the Mountain. Es ist Face of the Mountain. Mann. Das Icon ist leider falsch. Es ist so peinlich. Mir ist in dem Moment, ich wusste, welches Item es ist, was es macht, aber mir ist der Name nicht eingefallen. Das Icon ist falsch, das war eins der alten Support-Items und wenn man das geupgradet hat, dann hat man quasi ein skelettes Schild auf. Ich wusste einfach die letzten 2 Fragen und hab sie beide weggegrieft. Mann! Skelettendent-Schild, ja. Weiß einer, wie Finn Dick gespielt hat? Sorry, kurzer Zwischenruf. Ich weiß es nicht, in meinem Chat stand dauernd, bei denen läuft nicht so gegen Laut gerade. Scheiße. Verloren. Vielleicht. Gegen wen haben die gespielt? Laut. Brasilien, oder? Gegen Brasilien verloren? Ja. Ich glaube, Johnny, du warst dran, oder? Ja. Ja, Arcane 600. Oha! Arcane 600. Ich kann mich nicht mal an den Vornamen erinnern, Mann. Warum denn immer Text-Input? Dann habe ich jetzt leider noch eine Frage für dich, Mango. Für 600 will ich von euch wissen, wie Weiss und Paulus Kindheitsfreunde hießen. Wer? Alle. 2 Stück.
Es war eine Gruppe aus 4 Kindern. Und ich hätte gerne die Namen der 2 Buben. War ja ein Timer an. Da hat er zum Glück erinnern nichts mit zu tun. Bin ich ganz glücklich. Ich weiß, wie sie aussehen, aber das bringt auch. Ja, genau. Sehen folgendermaßen aus und tragen folgende Namen. Ich blende erstmal ein, was ihr hier geschrieben habt. Ist aber nichts wirklich dabei. Der Dicke und der nicht so Dicke. Gute Beschreibung, aber sind nicht die Namen. Big Yankee Dude und The One That Dies. Ja, Peter und Hans ist auch falsch. Das klang so Peter gut. Und Hans ist Milo und Klagger. Milo und Klagger. Und das hat Johnny nicht gewusst? Johnny wusste es nicht. Nee. Ja, war noch aber die war auch. Videos die war so, schwer, ne? Die war schwer. Na? Du dummer Pisser. 6 Videos in 8 Wochen Recherche. Commander Brück, Mann. Egal. Ich hab nur noch mal Pick Bann, weil du so gut drin bist. Brück, komm, gib mir eine Frage. Ich fand Icons cool. Wollen wir Icons 500 machen? Dann kommst du vielleicht ins Plus. Seht ihr jetzt ein Icon? Ich brauche die Ability. Talia? E. Ich wollte gerade sagen, gib mir nicht Talia. E. Was? Die sind kleiner in echt. Warum sagst du denn, gib mir nicht Talia? Ich hab gesagt, gib mir nicht Talia, E. Talia Q. Gib mir bitte auch nicht Talia Q. Rel E. Rel E könnt ihr mir gerne geben, das ist nämlich korrekt. Sehr gut. Sehr gut. Letztens erst gespielt. Sehr stark. Da hat ja Champion noch nie gespielt, daran liegt das. Rel E. Nice. Und Kani gibt mir eine Kategorie, bitte. Ohrwurm 300. Ohrwurm 300. Was bei Ohrwurm passiert, Mango, glaube ich, kennt schon. Ihr hört jetzt gleich einen Song. Spezifisch in dem Fall eine Login-Musik, ein Login-Theme von einem Champion. Die habe ich immer ausgestattet. Und ihr müsst mir sagen, welchem Champion so gibt's. Ein Desaster. Das Theme gehört. Quasi. Das ist lange her. Technisch sollte es so funktionieren. Ich hoffe, das hat auch so, das klappt auch so, dass ich abspiele. Normalerweise war es ja eine 3- und 5-Sekunden-Mango. In dem Fall spiele ich ab. Es kann gebuzzert werden. Danach ist der Buzzer locked, wenn es falsch ist. Und wenn ich wenn ich den Buzzer freigebe, dann spielst du an der Stelle einfach weiter. Aber das gucken wir gleich mal. Ich krieg jetzt das Theme. Klingt aber cool. Das ist gut, ja. Bin ich? Ja. Ja, ich sag Grenata. Nee. Und ich muss, es spielt immer von vorne tatsächlich. Du kannst mir auch einfach deine Antwort geben. Ich finde Pike gut. Ja, ich auch. Spike. Was? What? Finde ich auch gut. Es ist Pike. Wusstest du das? Ja, ich habe so ein, ich hab dieses Adventure Game mal gespielt. Da war auch so eine Musik. What the fuck? WP, okay. Sehr stark. Jetzt holt mich Brücki dann gleich noch ein. Brücki, du bist im Plus. Jawohl. Geil. Und dann würde ich gerne ab in den Müll für 200 nehmen. Ab in den Müll für 200. Ab in den Müll für 200. Nummer 1. Ach ja. 2x Longsword. Ich weiß nicht, nein. Ich weiß nicht, wie es heißt. Brutalisier. Ja, Brutalizer. Ja, wollte ich auch sagen. 1337 Gold, Teil allem von Ghostblade und Black Cleaver.
2 Jahre. Zwei Jahre war auf Liz Clove. Ach, scheiße. Aber das hätte ja aber auch noch was. Ach nee, das sollte man jetzt nicht sagen. Ne? Vielleicht kommt es ja noch. Mhm. Eins der besten Items. Und da. Lethality, bevor es Lethality gab. Wer ist denn dran? Freddy, was willst du? Achso, ich bin dran. Ja. Ich nehme ab in den Müll 500. Ab mir in den Müll 500. Das wird interessant. Wir brauchen nämlich wieder zweimal Longsword, aber diesmal zusätzlich noch ein Spirit Stone. Spirit of the Elder Lizard. Außerdem brauchen wir 2000 Gold und das Ganze löst physischen Schaden in Form eines oder physischer Schaden löst ein True Damage Burn aus und das ist korrekt. Das ist nämlich Spirit of the Elder Lizard. Nice. What? Wenigstens das ging sehr schnell. Krass. Das ging wirklich schnell. Arcane 500. Arcane 500. Bitte, die jetzt die letzte. Pain in der Stimme einfach. Welchen Namen trägt Arcanes Animationsstudio? Hör auf zu Wasser, Junge. Ich weiß nicht genau, wie man das schreibt. Ja. Okay. Ich bin. Oh Mann, ey. Stopp! Kani hat nichts geschrieben. Nö. Wir haben, ja, wir haben ein paar verschiedene Antworten. Piranha Bytes. Piranha Bytes. Okay, drei. Piranha Bytes ist falsch. Bildmachstudios ist falsch. In dem Fall, und das tut mir sehr leid, also Farfetcher ist auch falsch. Fortiche oder so heißt es. Fortiche ist richtig. Das schreibt man aber folgendermaßen. Fortiche. Und deswegen ich hab das leider nicht mehr richtig beantwortet. Ja, komm, ja, da bin ich doch wohl nah dran. Nein, Johnny, es tut mir wirklich leid, aber Fortiche. Das ist ein G statt ein CH. Tut mir leid, dass ich nicht verstanden habe. Es ist trotzdem falsch. Das geht ein bisschen zu weit weg. Das ist kein Schreibfehler mehr, das ist einfach. Das ist, du gehst in eine gute Richtung, aber das ist. Nee, das lasse ich nicht zählen. Da ist doch jeder Buchstabe richtig, außer dem G. Das ist okay. Ja, falsch. Findest du es okay? Nee, ist in Ordnung. Kani kriegt keine Punkte bei Support-Items, Dobby kriegt keine Punkte bei Kragas, Johnny kriegt keine Punkte bei TFT und bei Arcane, das ist alles gut so. Findet ihr, das zählt, ja? Chat nee, beschwert okay sich jetzt gerade richtig hart für Johnny. Ja, ich würde auch die sagen, sind das ist okay. Seite, aber weil du nicht wusstest, dass Ofen Champion ich würde sagen, wir geben ihm die Hälfte. Aber ich wenn ihr mir jetzt. Es ist, ich als Game Master muss es eigentlich entscheiden. Ich würde sagen, oh, Fortige geht ein bisschen weit weg. Aber man kann schon rauslesen, du ungefähr wusstest, wie es heißt. Nee, Problem du musst ist, als Game Master no auch mal ne? harte Linie zeigen. Ja, ich hatte Farfetche, ne? Das ist auch schon. Farfetche geht ein bisschen weit weg. Chat setzt sich sehr hart für dich ein und man muss ja nicht mal bei ihm bleiben. Ich gebe dir die Punkte dafür, Johnny, okay? Aber nicht wie im Studio. Ich gebe dir die Punkte. Also, no way ist wirklich zu weit weg. So, das ist klar. Farfetche kannst du knicken. Farfetch'e kannst du knicken. Und vielleicht muss man nicht zu hart sein. Da gehe ich mit. Chat, da habt ihr recht. Ja. Danke, Chat. Wer war dran? Johnny. Du bist sogar dran, ja. Er war doch gerade dran mit Arcane. Brücke ist ja, richtig, richtig. Stimmt. Icons 600, aber das ist jetzt meins. Das ist meins. Icons 600. Ja. Da bin ich gespannt, ob das wirklich deins ist, Brücke. Das ist nämlich das Icon. Senaweh. Nein. Ich würde sagen, Fate von Valorant. Nee? Wir spielen alle viel Liga eigentlich, ne? Aber also, wenn es keiner weiß, ist es eigentlich immer Gragas gewesen. Ja, stimmt. ich sag Varusold. Nee. Auf gar keinen Fall. Entschuldigung. Ich sag mal Viego Passive. Nee, Passives gibt's nicht. Passives hast du dann Viego Ult Recast? Falsch. Gibt auch keinen Recast oder so. Es gibt wirklich nur die Base-Icons. Wenige Champions mit so einem Color-Scheme. Nila
Q-Spell. Keine Ahnung, ich will es einfach nur versuchen. Das ist doch der Peitschenschlag. Ja, keine Ahnung. Der ist so low rest, das ist kein neuer Champ. Ich habe jetzt sogar noch weniger Zeit. Gerne mal buzzern, wenn ihr wollt. Jorik eh. Oh, Jorik ist aber gut. Richtig. Es ist Jorik eh. Ja, geil. Also da call ich jetzt aber mal Schiebung, muss ich sagen. Naja, also da call ich jetzt aber mal Schiebung. Ja, hab ich geholt. Aber ja, ist doch richtig. Aber fairerweise, wie soll das googeln, ne? Also ich wüsste da schon eine Möglichkeit, wie er das gegoogelt hat. Ja, richtig. Hey, Brücke googelt es doch nicht. Und Brückis Twitch ist doch zu dumm dafür. Also ich glaube, das ist immer so. Wer hat die nächste? Ich glaube Mango, ne? Oder haben wir Kani ausgelassen? Kani wieder, oder? Ja, Pickbun 400. Das war lustig. Bun ich weiß gar nicht, warum da nicht mehr Bock drauf war. Bitte nochmal. Pickbun 400. Eine kurze Frage. Du hast eben den Sound danach gespielt. Wenn wir lange genug nicht gebuzzert hätten, hättest du ihn dann auch gespielt? Nö. Okay. Das wäre so witzig, wenn es jetzt einfach der Band von Kragis ist. Bitte. Lese vor. Nee, der Band von Kragis war der gerade eben. You want style? Dann geht er raus. You found her. Wie nochmal bitte? You want style? You found her. Samira. Ja, Samira. War. Weil die hat die Style-Ratings, mit denen sie hochgeht. Oh, absolut richtig. Korrekt. Krasser Typ. Ohrwurm 200, bitte. Ohrwurm 200. Okay. Warum habe ich das bei Ohrwurm 200 reingemacht? Ist interessant. Naja. Pike. Jin. Sie wieder an. Wenn. Das ist verdammt pretty. Ja, richtig hübsch. Annie? Falsch. Könnt ihr jetzt mal buzzern und dann... Ich würde einfach Senna probieren. Thresh. Auch falsch. Champion, den wir suchen, ist Kindred. Ich weiß nicht, warum ich das bei 200 reingemacht habe. Das ist absolut übel schwer. Aber ja, ne? Die anderen sind ein bisschen entspannter, glaube ich, als das. Aber voll nice, ne? Die Musik. Ja, also, gibt es da eine Playlist dazu? Ja. Auf YouTube oder so? Ja, stimmt. Es gibt auch Spotify gibt es eine DMCA-Free Riot Games Playlist. Crazy. Da sind Sachen drin. Da muss so viel Mühe und Geld reinfließen. Keiner von uns hat die jemals gehört. Ja. Oder weiß es auch zu schätzen irgendwo. Ja, weil wir es auch nicht hören. Gibt ein paar gute, aber ihr hört gleich auch noch ein paar wahrscheinlich. Worin die ich nehme ab in den Müll, ne? Ich bin dran. Ja. Ab in den Müll 400 nämlich. Ab in den Müll 400. Denkt daran, dass sie noch zwei goldene Buzzer habt übrigens. Oh, true. Amplifying Tome. 765 Gold. Kages Lucky Pick. Ja. Oh, Kages Lucky Pick. Warum? Ich hab die Frage aus Versehen geschlossen. Buzzer nochmal. Kages Lucky 5 Gold Pick. Alle 10 Sekunden. Hast natürlich absolut recht. Es ist Kages Lucky Pick. Und du hast einen neuen Duellhandschuh tatsächlich, weil das eine goldene Frage war. Sehr gut. Weißt du, auch ein Gold-Item ist? Lol. Lol. Ha. War Absicht bestimmt. Ja? Freddy, du hast wieder, wie gesagt, so einen Handschuh. Und Johnny, du bist dran. Arcane 400.
Arcane 500. Pure Grief. Echo ist der Boss welcher Gang? Das wird er doch jetzt mal wissen, oder? Wer sind die denn? Der Timer ist an, Leute. Okay. Es sind nicht die New York Yankees, kann ich sagen. Es sind nicht die Backstreet Boys, nicht die Echo Gang. Sondern nicht die Riders, es sind. Oh, Riders war aber nah, no? Fire, oh mein Gott. Es sind die Firelights. Ja. Yes. Oh. Absolut richtig, 400 Punkte. So. Moment, was? Du wusstest Powder nicht bei Firelights? Ja, keine Ahnung. My brain works in mysterious ways, sorry. Das war sehr interessant. Johnny, du hast wieder Arcane genommen, ne? Ja, das ist richtig. Ich nehme, komm, wir haben jetzt hier so unsere Kategorie. Ich nehme Icons, 300. Icons 300. Okay. Dich gespannt, du kriegst ein Icon von mir in 3, 2, 1. Jetzt. Zeracue. Korrekt. Sehr stark. ADC Type Knowledge. Da dachte ich mir, okay, wenn man ADC spielt, kommt man wahrscheinlich drauf. Ansonsten jetzt hätte ich aber Jinx Minigun getippt. Ah. Sieht die nicht auch so aus? Na, da steht wirklich das Icon, also da sieht man wirklich die komplette Waffe so. Ist relativ. Ich bin schon wieder, oder? Ja. Dann ja. Ohrwurm 600 goldener Buzzer. Ohrwurm 600 goldener Buzzer. Du hast hier den einzigen Ohrwurm rausgesucht, der nicht zu einem Base Champion, sondern zu einem Skin gehört, tatsächlich. Ja. Cool. Jetzt bin ich gespannt. Oktoberfest Gragas. Ich versuche jetzt einfach, ist es Super Galaxy Rumble? Absolut falsch. Wollt ihr nochmal hören, ja? Ja, mach nochmal. Ich mach nochmal an. Mega Battle Queen Miss Fortune. Der Dingens. Mega Battle Queen Mecha. Miss Fortune. Also ich weiß ja nicht Mecha. Genau, wie heißt das. Ich glaube, das stimmt sogar dann nicht, nein? Das ist falsch. Das ist falsch, ja. Okay. Dann probiere ich es aber mit Gun Goddess Miss Fortune. Gun Goddess Miss Fortune ist absolut korrekt. Nein, das war der richtige! Das war der richtige Skin, aber heißt es natürlich ganz gewusst, anders. Gun Goddess. Weil ich hab den Skin nämlich. Oh. Wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es nicht gewusst, ne? Oh, gibt natürlich Doppelpunkte, ne? War gut. Das ist schön. Ja. Aber dann ist der Song einfach besser als der ganze Kack-Skin, ne? Ja, der Skin ist auch sehr schön. Ja, der Song ist ziemlich gut. Sie erinnert einen voll so an StarCraft 2, finde ich. Bin scared. By my own brain. Terran-Theme. Richtig gut. Ja, ich weiß nicht, wer gerade dran war. Orbum 600. Kani. Ich war's. Jetzt der dann nochmal mit seinem goldenen Buzzer für einen Freddy draufgehauen hat. Handshake, Freddy. Das war sehr, sehr lucky. Ey, da habt ihr beide mir geholfen. Ja, tut mir leid, Marco, aber das. Ja, das ist alles Mega richtig gelaufen. Queen ich reg mich über mich selbst richtig auf. Dass ich, dass ich darauf gekommen bin, dass das dazu passt und dass ich dann den falschen Namen sag. Oh. Goldener Buzzer. Ohrwurm 500. Das Tilt-Play. Ja, ne, ja. Sperrt die Lausche auf.
Gin. Gin? Was? Gin ist falsch. Need for Speed Underground 2. Jinx. Hallo? Jinx? Oh, die Jinx-Intro-Melodie kann ja wohl jeder auswendig. Die kennt ja jeder, oder nicht? Jinxed. Keine Ahnung. Kennt Jinx? Falsch. Ich weiß es, actually. Das ist ja doof. Aphelios? Falsch. Ihr hört den Song. Du hast falsch gesagt, oder? Falsch, ja. Okay. Ich glaube, es ist ich glaube, dann. Freddy und Johnny haben theoretisch noch einen Buzzer, ja? Ja. Okay, dann kriegt ihr jetzt einen Timer von ihr. Okay. Aber auch nochmal den Song, oder? Nö. Achso. Willst du jetzt, also. Wenn Drück ist, weißt du, was hilft dir jetzt oder was? Ja, hab ich auch dran gedacht. Aber welcher? Keine Ahnung, geh du zuerst. Sehr cool, das ist sehr cool. Hab ich. Ich sag Caitlin. Das ist falsch. Hab ich lösen? Hey, ich hab da noch. Johnny hat noch. Du hast 5 Sekunden, Johnny, und dann ist durch. Samira. Auch das ist falsch. Aber wie gelangweilt das kam. Es ist, actually, es ist nicht Gin. Ich dachte, er ist ein Project Gin, aber es ist einfach Lucian. Es ist Lucian, ja. Oh. Mann, ey, wie ärgerlich. Ich habe einfach zu schnell geantwortet. Weil ich gesehen habe, dass du dich geärgert hast, danach habe ich ein ADC. Ja, wir haben alle ADCs danach genommen, als ob ich denke, das klingt wie Samira, ne? Aber. Ja, stimmt. War der einzige ADC, der mir einfiel. Ja, Gin hat, glaube ich, so Pianomusik und dann hört man immer so dieses Nachladegeräusch die ganze Zeit und Jinx ist offensichtlich gar Jinxed. Ist ja ein tatsächlicher Song. Ja, sehr offensichtlich. LOL. LOL, ja. Wer war dran? Goldener Buzzer. Ich bin? Ja. Ich nehme ab in den Müll 300, nämlich. Ab in den Müll 300. Item besteht aus 2 Items. Lost Chapter. Hextech Revolver. Hextech GLP. 2800 Gold. Aktive Fähigkeit verschießt 5 Eisbälle vom Kegel vor dem Nutzer. Shit, das hätte ich. Das spielt ab und zu mal liegen, ne? GLP. I mean, das Item hast du geliebt als Midlaner. Als es das gab. Das war der gute Scheiß. Okay. Relativ wenig noch übrig. 6 Fragen. Was wird Johnny nur nehmen? Ich weiß nicht, was Johnny nimmt. Vielleicht. Ja. Probierst du mal Kane vielleicht? Icons 200. Okay. Er klaut, er hat aufgegeben. Icons 200, kriegst du von mir. In 3, 2, 1. Hä? Da war mir noch alles sichtbar. Er hat einfach nur gewandert, glaube ich. Ich habe sofort erkannt, aber ich konnte es nicht zuordnen. Thrash E. Nein. Vane Q? Vane Q? Kalista E. Nein. Warte, bin ich dumm? Es dürfen nur noch Brücke und Kani, ne? Mach was, Kani. Nee, du? Timer. Ich weiß, keine Ahnung. 1. Nee, ich weiß nicht. Eure Buzzer sind locked. Vego. Ja. Er ist schon locked. Nee, ist war auch ich, aber ich weiß nicht was. Thresh, ich hab, nein! Och Mann, ich hab Thresh euch gesagt, sobald du es nicht gehört hast, hab ich's korrigiert auf Thresh E. Thresh E ist dieser, da sieht man wirklich einfach die Sichel, die ja dann die Farbe ändert die ganze Zeit so. Ja, das würde ich mir nur beim Kragas ein bisschen besser kaufen. Ich hab's nicht gehört, ich hab's so. Das ist Thresh Ultimate. Ich hab 1,4 Millionen Punkte auf dem Champ. Ich scamme mich hier durchgehend selbst. Naja, kann er nicht. Ich dachte auch, ist es wäre dann der Flame. Und dann dachte ich, es muss Vego sein. Ach. Yeah. Flame ist ja, da sieht man ja nur diese Sichel, Box, weißt du? Oder? Nee. Das dachte ich mir eben auch. Ich würde dann vielleicht mal Arcane probieren. Da habe ich viele Videos zu gemacht und viele Recherche auch zu betrieben. Okay. Arcane 300.
Oh, ich gebe euch hier, ey. Und da sage ich vorher schon mal, nee, ich sag's euch danach. Ich sag's euch danach. Ach du Scheiße. Okay. Einen schönen guten Tag an alle, die hier beim Stream dabei sind. Ich bin Christian Linke, der Showrunner von der animierten Serie Arcane, und ich habe eine Frage für euch. Wie alt ist denn der Professor Heimerdinger? 300? Wie 300, genau müssen wir es denn hitten? 300 Punkte. 10% kriegt ihr von mir. Ja, scheiße, hat er nicht Geburtstag? In der Serie? Zehn Prozent. Gebe ich einen Timer. Gut Rat, würde ich sagen. Braucht eigentlich auch nur Jonas Schmidt, genau. Das ist schon bitter, ey. Tut nur weh. Okay, dann. Das sind eure Antworten. Oh. Einmal 395, 812, 210, 200 und 350. Ist die Quersumme 69 oder sowas? Nee. Ich glaube, ich war auf dem Yoda-Trip. Tja, in unserer zweiten Episode erfahren wir, dass Professor Heimerdinger 307 Jahre alt ist. Also an alle, die es gewusst haben, hervorragende Arbeit, alle, die es nicht gewusst haben, na, vielleicht nochmal erkennen. Ich bin einfach 8 Jahre außerhalb der Zone. Ja, danke, Christian Linke. Ihr seid alle außerhalb der Zone. Leicht außerhalb der Zone, Johnny, aber trotzdem noch außerhalb der Zone, leider. Zwar, ja, logischerweise 307 Jahre. Und ihr habt logischerweise alle falsch geantwortet. Wie viel Punkt hast du insgesamt gemacht in der Ken, Johnny? Fauler! Paula, aber das hatten wir alle. Ja. Brücke, ja, er hat 700 Punkte gemacht. Also fast alle Icons. Seine Punkte kommen aus Arcane. Okay, wer ist dran? Die Dad jetzt. Kani ist dran. Ich hab's schon vergessen, ja, Kani. Ja, komm, ich will noch mal die Musik hören. Ohrwurm 400. Oh. Ohrwurm 400, ihr seht schon, es ist ein goldener Handschuh. Boah, bitte. Ein Duellhandschuh. Brücke, auf Ehre. Jetzt, ne? Ja, ich machen. Einer für uns one on one. Ich nehm die Tops. Samira. Nein, absolut falsch. Schade. Kommt's noch? Gangplank. Hä? Ich hab was gehört. Falsch. Brücke, du hörst nix? Ich hör wirklich nichts. Ich hör gar nichts. Du hörst Alistair. Gar nichts? Nein. Oh, das ist falsch, das ist okay. Das kann eh niemand mehr antworten, außer. Mango und Brücke können noch. Mango und Brücke. Mango können und Brücke. Hörst du wirklich nichts, warte? Ich hör gar nichts. Jetzt? Nein. Hast du deinen Tab irgendwie gemutet oder so, vielleicht? Nee, ich hab gar nichts verändert. Deswegen. Okay, weil ich gehe aus der Frage mal raus. Und geh nochmal rein. Muss Brücke F5 drücken? Wahrscheinlich, ne? Oder ich? Danke an Edfluss. Ja, Brücke, du musst F5 drücken. Also in. Hallo, toller Chat, Basolib. In deinem. Hab ich jetzt gemacht? In deiner Buzzer-Page. Ja. Okay. Probieren wir nochmal. Geht's jetzt? Nee. Da haben wir ein Problem. Schon 6 Monate VLE-Skirre. Kannst du mal. Kannst du mal Johnny's Stream aufmachen oder so und einfach da mithören? Geht das? Ganz kurz? Ich hab keinen Stream, aber ich kann dir über Discord streamen. Oder kannst du einmal auf die Website draufklicken und dann spiel ich nochmal ab, warte? Auf welche Website? Oder mein Stream sonst. Also auf deine Buzzer-Page. Hast du die aktualisiert? Ja, aktualisiert habe ich. Und reingeklickt? Habe ich. Klick mal ins Board rein, wird mir gerade gesagt. Ich klicke auf die auf. Ins welches Board? Also in welches. Ich sehe die Musik vor mir, also diese Töne. Dann klicke ich drauf, aber nichts passiert. Ich höre nichts.
Jetzt höre ich was. Jetzt höre ich es. Sehr gut. Sehr gut. Jeder einzelne. Ja. Garen. Nein. So, du darfst nochmal. Also, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich bin nicht sicher, wessen es ist. Aber ich glaube, das ist Miss Fortune. Und die andere Möglichkeit, also ich lasse jetzt Miss Fortune gelten, okay? Aber nur, falls es richtig ist, Illaoi. Also ich muss jetzt nochmal, du musst ein bisschen drüber nachdenken tatsächlich. Ich habe ja vorhin schon Miss Fortune bei 600 Punkten gehabt. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt nochmal Miss Fortune nehme, ist die Frage. Dadurch, dass aber Illaoi auch falsch ist. Alles falsch? Das, ist auch das alles Pirat? Falsch. Es ist Braum. Braum. Es ist Braum. Ja. Ach so. Und es ist so Braum. Tavernenmusik dann. Ja, krass. Die Musik war nämlich auch in dem Game, also im Adventure. Ja, und da sind Braum halt doch eigentlich auch. Alle Braum, ja. Piraten oder halt drumrum und nur Braum ist, oder fast nur Braum ist von außen. Deswegen war ich. Ja, und das ist Braums Login. Ich weiß nicht, wer gerade dran war. Hast du gewählt, Kani, ja, ne? Kani, ja. Ja, Kani. Ah ja, doch, stimmt, ich war's. Kann ich mit meinem Handschuh Johnny gegen Brücki antreten lassen? Ey, wenn du Bock hast, kannst du es natürlich gerne machen, ja. Ist das erlaubt? Klar. Ist das für euch okay? Also eigentlich habe ich das nicht so angedacht. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass niemand dafür benutzt. Könnt ihr das auch jetzt gerne machen, gleich machen. Ja, mach mal, komm mal, jetzt haben sie genau gleich viele Punkte. Dein Handschuh war, wenn mich nicht alles täuscht, der Ab-in-den-Müll-Handschuh, richtig? Ja. Der Ab-in-den-Müll-Handschuh. Geil. Ab-in-den-Müll-Handschuh hat folgendes. Wartet mal. Ich bin einfach nervöser als vor so einem Wordscast oder was ist denn hier los? Es geht hier auch um mehr. Okay. Okay. Ab-in-den-Müll-Handschuh. Ich will, dass ihr mir folgendes aufzählt, nach und nach. Ich weiß nicht, no way, wer fängt an? Brücki darf vorlegen. Brücki legt vor. Champions, deren Abilities nur Physical Damage anrichten. Oh. What? Die müssen Ability, also jede Ability nur Physical Damage. Ciri-Q. Nee, es geht um den ganzen Champion. Es geht um den ganzen Champion. Keine Ability dieses Champions darf irgendwas machen außer Physical Damage. Ach so. Jede einzelne Ability. Der Champion hat in seinem kompletten Kit nur Physical Damage. Ich spiele keinen einzigen AD-Champion. Genau. Ist nochmal korrigiert, sprich, du kannst sie jetzt gerne vorlegen. Ist gar nicht so leicht, oder? Bisschen nicht mehr Zeit, weil es halt schwer ist. Sag mir doch. Der Timer läuft jetzt. Okay, jetzt kannst du mir die erste Antwort geben. Samira? Habe ich nicht auf meiner Liste, deswegen gucke ich tatsächlich direkt nach. Der E-Spell macht Magic Damage, oder? Bin mir nämlich realisiert, dass Samira macht mit ihrem E-Spell Magic Damage. Was? Ja. Oh, really? Hab Magic ich Damage und kriegt. Schlecht, Brücki, schlecht. Ich kann euch gerne die Champions nennen. Wollen wir einmal die Runde rumgehen? So, Brücki ist falsch. Kani. Ach so, ganz kurz. Ich hab jetzt nicht so viel gereicht. Nein. Ich hab nur hämisch gelacht die ganze Zeit. Ja, also mir fällt auch halt Kani raus, an. Mango. Master Yi. Mach doch True Damage. Ach so, das zählt auch als nicht. Ah, ja, dann Riven. Das ist falsch. Ach so, sorry. Ja. Freddy. Ich sag Trindamere. Das ist richtig. Trindamere ist richtig. Johnny. Ich sag Riven. Riven ist richtig. Freddy. Ja, gut, ne? Ich sag Jin. Nee. Trap. Das ist falsch. Johnny. Ich hab doch gewonnen. Du hast schon gewonnen, ja. Was kannst ist mir mit Pike? Nehmen. Was mit, dann macht die E-Magic Damage, oder? Pike macht True Damage mit seinem Ultimate. Ach, es gibt 11 Stück an der Zahl. Ich kann euch die eben vorlesen. Das ist einmal Aatrox.
Er macht nur Physical Damage. Wir haben einmal Draven. Wir haben Illaoi, Klett, aber Draven Quinn. Auch nicht mehr, ne? Mit dem Execute, der executed jetzt True Damage, glaube ich. Ja. Draven? Das Neue, ja, das Neue. Ja, aber es ist wahrscheinlich relativ neu. Der Ulti, ja. Actually, ist aber der Execute kein True Damage, sondern einfach nur ein Execute. Oh. Aber der wird über True Damage gecodet, ne? Ja, bin mir nicht sicher, wie das genau dann reinzählen würde. Aber wenn Leute einfach sterben, kein Plan. So, wie viele Draven, Illaoi, Klett, Quinn, Riven, Senna, Sivir, Talon, Tryndamere und Vi. Das wären die Champions. Illaoi macht nur Physical Damage, hätte ich nie. Aber Vi hat Magic Damage auf ihrem W, oder nicht? Oder True Damage? Bitte? Nee, ist Prozeduraler Damage. Aber Vi hat doch auf ihrem W irgendwie Magic oder True Damage. Ich weiß nicht mehr genau. Ist das nicht Percentage Physical Damage? Ja, genau, ist Prozeduraler Max Health. Was mit Kane? Der macht Magic Damage mit seiner Passiven. Genau. Oh, das ist ja. Ja, das ist auch zum Beispiel, Zed macht auch Magic Damage mit seiner Passiven. Dieser unter 50% Proc. Ja, diese Pseudo-True Damage macht der, ne? Halt super hart, ne? Ja, Pyke steht nicht mehr drin, aber Pyke würde tatsächlich, glaube ich, zählen. Echt? Trotz der Ult. Weil die nicht. Bei Akshan Magic Damage auch die Passive. Die macht keinen True Damage, die executed einfach nur. Das ist halt die Frage, wie man das zählt, ne? Ja. Boah, aber krasse Frage. Ja. Ja, ich meine, kam eh nicht drauf an, weil ihr nicht wirklich viel wusstet. Das war das auch schwer, so on the spot. Dann ne? Leider. Naja, gut, dass ich anfangen durfte. Danke, Freddy. Hat dir gefallen. Okay, Johnny hat gegen Bröki gespielt, ne? Wie viele Punkte kriege ich von dem? 200. Glückwunsch, Johnny. Hast du echte Arbeit. Bröki geht ja zum Ende wieder zurück ins Minus. So gut wie meine Leistung in Arcane. Ich krieg nur mehr Punkte dafür. Okay. Wir haben noch drei Fragen, Leute. Haben wir eigentlich nur irgendeinen Handschuh? Nee, ne? Nee. Doch, Ohrwurm-Handschuh wird. Nee, den hat auch niemand gekriegt. Ja, niemand gekriegt. Ja, den können wir am Ende noch spielen, wenn ihr wollt. Mit allen Leuten. Aber wir haben noch drei Dinge und ich glaube, Freddy war als nächstes dran. Ja, dann nehme ich mal Pick and Ban 500. Pick and Ban 500. Afraid of the Dark? Wise. So, hier. Nocturne. Du bist tatsächlich darauf angefallen, ne? Das ist nicht noch. Nein! Evelyn? Nein. Krieg auch einen Timer. Weiger? Nein. Freddy geht nur noch seine Main-Jams durch. Ich hab Angst, Leute. Ich hab einfach Angst. Raves. Nee. Dann darf noch Mango drauf, ne? Thresh. Nee. Jogart. Alle falsch. Aber Nocturne sagt Afraid of the Dark, ne? Aber nur den ersten Teil. Ich. Ja. Afraid of the Dark. Aber das Wise, halt glaube ich, meine nicht. Ingen, das ist nicht. Why are you afraid of the dark? Das wäre aber auch nicht fair, weil nur NNO-Spieler hören diesen Bann-Sound ständig, ne? Also ich habe Mango geskippt, glaube ich, tatsächlich. Ist egal, 300. Oh, sorry. Okay. Jetzt wird es ein bisschen leichter. Wir haben einmal I recommend skipping. Klett, oder? Nee, das ist falsch. Zoe. Auch das ist absolut falsch. Lulu. Es ist Lulu, ja. Endlich mal irgendwas, Zoe, was Support war, literally richtig gemacht. Können das auch, das habe ich gerade vergessen, ne? Hier. I recommend skipping. Haben wir einmal den hier und, was war das, 500? Jogart. Das könnte auch Zoe gewesen sein, ich bin mir nicht sicher. Und dann haben wir einmal 200, den könnt ihr ja auch nicht mehr aussuchen. Da haben wir einmal, that just goes to show you, you're nothing but a whiskey delta. Timo. Nein. Ach nein! Corki. Der andere No Way to Hell. Das ist Corki. Es ist Corki. Wirklich das einen von beiden. Richtig. Damit haben wir alles durch. Boah. Und Brücki immer nicht auf Minuspunkten, sondern bei 900. Ne? Hast du gut zurückgekämpft. Die Joker anfangs, die haben ein bisschen reingeschnitten bei manchen Leuten. Johnny auf 1300, weil Arcane mit drin war und es ein bisschen rausgezogen hat tatsächlich. Kani mit 1900. Mango mit 2400 und dann leicht an der Spitze. So wie ein Gun Gottes Miss Fortune. 700 Punkten. Die hat viele Punkte. Ja. Aber wir haben noch tatsächlich zwei Dinge. Sprich, in den Punkten rüttelt sich noch ein bisschen was, aber nichts, was Norway irgendwie gefährlich wird.
Wir können ja auch ohne Punkte machen, ne? Ja, wir machen ohne Punkte, komm. Ohrwurm-Ding? Das ist fix. Das ist fix. Ohrwurm? Der goldene Handschuh. 400, die Handschuhe. Ja. Ach so, ja, klar. Wir haben noch zwei goldene Handschuhe tatsächlich, die ja nicht geholt wurden. Im letzten Board war ja auch einer mit drin, ne? Der bei 600. Geben euch jetzt keine Punkte, weil ihr nichts davon richtig beantwortet habt. Aber einmal hätte ich gerne reihum von euch. Beginnt mit Kani. World's Anthems. Legends Never Die. Ja, das ist korrekt. Sag ich mal. Imagine Dragons. Mango ist raus. Warriors, Imagine Dragons. Das ist korrekt. Worlds Collide. Von wem? Das weiß ich. ist das wichtig? Nein, lass den Song mal an sich zählen. Normalerweise hätte ich auch den Interpreten gebraucht. Aber gehen wir mal durch. Rise Like a Phoenix. Von Britney Spears. Brücke ist raus. Kani. Rise. Von wem? Keine Ahnung. Und nicht gefragt. Alles gut. Freddy. Starwalking Lil Nas X. Oh mein Gott, der absolut war korrekt. Johnny. Die Guten haben wir halt schon, ne? Drei. Ja. Zwei. Eins. Johnny ist raus. Kani. Gib den Timer. Ich bin Zweiter. Das Zweite. Es gab noch ein paar Sachen gab es noch. Freddy, es gab noch echt viele eigentlich. Wie hieß denn dieses Phoenix? Hättest du noch einen gehabt? All down. Burn It All Down ist mit dabei. Reflection oder so. Reflection ist nicht dabei. Es gab noch drei, die ihr vergessen habt. Einmal haben wir Ignite von Zed. Oh, den will man aber auch vergessen. Aber das ist echt dann gut. Haben wir einmal Phoenix. Wurde gesagt, Rise Like a Phoenix. Phoenix war natürlich auch einer als FBX gewonnen. Phoenix und Rise waren und du sagst ja, Rise Like a Phoenix. Ja. Und dann haben wir einmal Takeover gehabt. Ah, Takeover. An den sich niemand erinnern kann. Ja. Und der zweite Handschuh wäre, den können wir auch noch machen, damit der nicht umsonst vorbereitet würde. Der wäre gewesen LEC MVPs. Fangen wir bei Mango an. Ja, super, danke. Caps. Richtig. Was für MVPs? Of Season, Summer, Splits oder Games? Normaler Split-MVP quasi. So diese, das, was immer vorm Finale verteilt wird normalerweise. Früher zumindest. Achso, Razorg. Das ist der amtierende, no? Ich glaube, ja. Ja. Also der hat ihn für diesen Split bekommen. Ja. Oh ja, okay, ja, gut. Dann habe ich den wahrscheinlich mit reingenommen. Wenn das richtig ist, ja, gut, Johnny. Inspired ist richtig. Brügge. Reckless. Reckless ist natürlich absolut korrekt. Jankos. Niski ist amtierender, anscheinend nicht Razorg. Oh. Razorg war Razorg von, ist falsch. Nur von Final, also von der Playoff-Series hat er jetzt ja Main of the Match bekommen. Dann bin ich raus. Was hast du gesagt, Kani? Jankos. Klar. Mango. Killisang. Falsch. Freddy ist auch raus. Johnny. Rainover. Das ist absolut falsch. What? Rookie. Rainover hat den MVP gewonnen. Wir hatten doch nur Perks, oder? Dann nehme ich Caps. Nee, Mango Caps hat mit wir. Caps war der erste, tatsächlich. Dann Prox. Prox hat nie einen MVP-Titel gewonnen. Was? Ja, richtiges Damit Scam. Sind alle raus? Nee, Kani. Kani ist der Einzige, der noch drin ist, oder? Ich wüsste jetzt auch nicht mehr viel. Hatten wir, also ich würde es noch Odoamne oder Mickey versuchen. Ich weiß nicht, ob Odo jetzt endlich mal einen bekommen hat. Nee. Yellowstar hat noch einen bekommen, oder? Yellowstar wäre noch drin gewesen. Forgiven hat er einen. Was? Forgiven einen? Forgiven. Hat Mickey keinen bekommen? Nee. Lord. Wir haben einmal Vitio. Spring diesen Jahres, glaube ich. Mm. Wir haben diesen Chachi. Der war Mickey auf dem Split, ne? Nee, der war LEC MVP letzten Split. Also im Spring Split quasi. Und dann Trick und Froggen. Oh mein Gott, Redrock ist in NA MVP geworden. Frech. Ja, aber wie gesagt, okay. Durch. Sind wir doch relativ gut hingekommen mit 23-30. Das zweite Board haben wir ein bisschen schneller gemacht, glaube ich. Ja, Bock gemacht. Ein paar Sachen haben nicht so super funktioniert, müssen wir noch ein bisschen dran feilen, aber an sich war es, fand ich, voll. Es war sehr geil. Aber ganz, ja. Ganz stark. Ganz stark. Ach, richtig stark gemacht. Ja, danke, Leute. Es gibt hauptsächlich raus an die Mods, die alles technisch und so vorbereitet haben. Die Fragen sind alle von mir. Die waren an manchen Stellen vielleicht ein bisschen knackig, aber. Ich glaube, wir sind einfach ganz gut. War insgesamt eine runde Sache. War sehr geil von dir und deinen Mods. War sehr, sehr cool. Ja, danke, dass ihr alle Zeit hattet und mitgemacht habt. Danke für die Einladung. Danke fürs Einladen. Das war sehr, sehr cool.